Clock. Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Hockey Clock mit Martin Pfanner goes Germany. In Folge 41 steht niemand geringerer als Straubing-Headcoach und Ex-Bozenmeistermacher Tom Pokl Rede und Antwort. Graz 99er Erik Kirschläger im Exit-Interview und Puls 24 Eishockey-Experte Phil Lukas bilden mit Pokl das illustre Gästetrio. Das und noch viel mehr jetzt bei Nach Ausflügen in die große Welt der NHL oder auch in die Schweizer National League ist es längst überfällig, endlich mal wieder einen Blick in die Penny DEL zu werfen. Da bietet es sich natürlich an, mit dem amtierenden Trainer des Jahres in der Penny DEL ein wenig zu plaudern. Ein guter alter Bekannter und auch Freund dieses Podcasts. Es ist niemand geringerer als Tom Pokl und freue mich sehr, dass er in der Leitung ist. Coach, danke, dass du die Zeit nimmst. Oh, danke. Vielen Dank für die Einladung. Coach, wir blicken auf eine spannende Offseason zurück, eine Offseason, wie es sie noch nie gegeben hat, eine Offseason, die auch dazu geführt hat, dass die Deutsche Eishockey-Liga als eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte große Liga war, die dann in die Saison gegangen ist. Wie war das von Saisonabbruch, besonders nach so einer tollen Saison, die die Straubing Tigers im letzten Jahr gespielt haben, bis es dann im November, Dezember endlich wieder losgegangen ist? Well, you know, erst einmal Dankeschön, aber damals im März, wir haben gedacht, wir wussten, dass die große Pandemie ist auf dem Marsch auf uns zu. Aber wir haben gedacht, dass wir so kurz vor Ende und direkt beim Pre-Playoffs dachten wir, dass möglicherweise Pre-Playoffs abschaffen und spielen Viertelfinale, Halbfinale, Finale auf eine verkürzte Version wie Best of Three oder Best of Five ohne Zuschauer. Was weiß ich, aber es kommt zu uns als großer Schock, dass alles einfach zuschließen würde und es ist tatsächlich so geschehen. Wir haben sehr viel, glaube ich, Zeit gebraucht, das zu verdauen. Aber dann, you know, die ganzen Nachrichten jeden Tag nach 10 Tage, 2 Wochen ist alles sicherlich anders, abgelenkt auf die Pandemie und wie die ständigen negativen Nachrichten und so weiter. So, dann die ganze Sommer war immer ein Hin und Her, ein Hickehacke. Dann kam langsam die mögliche Schock, dass eventuell wir starten nicht oder wird verspätet. Ich denke, alle meistens so, mich einschließlich. Haben gedacht, dass wir werden die Saison normal beginnen. Es wird in einer kürzeren Phase, 2, 3, 4 Monate vorbei und dann alles wird zurückkehren zur Normalität. Aber es ist leider nicht der Fall. Und dann kam eine Liga-Struktur, eine Bestimmung, dass mindestens 25% Pay-Cuts, das ging mit den Spielern. Einschließlich General Managers und Coaches. So, es war ziemlich viel zu tun und immer die neuen Gesetze, Regeln, Einbeschränkungen von verschiedenen Ämtern in Deutschland, von der Bund, von Gesundheitsamt, von Straubing, von Bayern. Mit Champions League, wir haben uns qualifiziert für Champions League, so wir waren alle hungrig und excited. Haben wir in August Training Camp begonnen und September und dann alle waren auf einem guten, richtigen Weg. Der Teamgefühl, alles von vergangener Saison, die Neuzugänge, alles war in die richtige Platz. Also am 1. September, wir haben eine gute Mischung, die erste Woche im September, dass wir könnten gleich mit der Liga oder Champions League beginnen in der Woche. Die Jungs waren so gut drauf und dann leider kommen immer schlechtere Nachrichten. Unsere Liga wird verschoben, Champions League wird verschoben, letztendlich Champions League abgesagt. Unsere Liga hat die Liga verschoben auf to be determined, wissen nicht und eine Sitzung im November sollte stattfinden, möglicherweise, ob wir im Dezember beginnen würden oder nicht. So,
In der Zeitpunkt bin ich wieder im Flugzeug eingestiegen, bin zurück nach Amerika, um abzuschalten von das tägliche, ja, negativ belastende Nachrichten zu entfernen. Da waren jetzt schon ganz viele Dinge drinnen, über die ich dann auch ganz gerne noch ein wenig im Detail sprechen würde. Kommen wir auf diese Saison 2019-2020 zu sprechen. Straubing spielt nicht nur begeisterndes, sondern auch erfolgreiches Eishockey. Es ist die beste Hauptrunde seit dem Aufstieg in die deutsche Eishockey-Liga. Man beendet die Saison auf Platz 3. Man sichert sich das Champions Hockey League-Ticket. Wie war diese Saison jetzt ausgenommen Pandemie und Abbruch für dich dennoch im Rückspiegel betrachtet? Wie geht's dir, wenn du jetzt an diese Magic Carpet Ride denkst? Das ist eine Gefühl, das riecht und hat geschmeckt, hat sich immer mehr aufgebaut wie der Saison 2013-14 in Bozen. Wie wir gespielt haben, die Energie in der Mannschaft, die Siegeswille, die Entschlossenheit, alles ist im Oktober, November richtig im Rollen gekommen und man spurte und man hat diese Rennen am Bozen, natürlich, die immer noch ganz frisch sind, obwohl vor 7 Jahren. Aber man hat immer von Oktober, November an, es könnte sein, es kann sein, es möglicherweise es wird. Und wir haben im Team, denke ich, immer dieses Gefühl, dass wir streben nach anderen Zielen, nicht nur in Straubing, unser Umfeld des Playoffs, nicht nur, hey, wir können den Top 6 und fix qualifizieren für das vierte Finale. Es ging um den Top 4 Heimvorteil. Und dann gleichzeitig mit Heimvorteil ist kommen auch die Champions League. Und diese Gefühl war sehr stark zu spüren in mir, aber you know, wie die Spieler, wie die Mannschaft immer sich benommen haben, wie sie in Situationen gehandelt haben, das war eine sehr starke Rennung, wie das war in 2013-14 mit Bozen. Das finde ich relativ spannend, weil auch 2013-2014 war es für uns Medienvertreter, Medienvertreterinnen spürbar, dass da in Bozen was entsteht. Was sind so Kriterien oder was sind so Dinge, die dir auffallen, wo du dir dann denkst, hoppla, hier könnte was ganz Spezielles, was ganz Besonderes entstehen? Well, you know, man denkt zuerst in die, you know, erste Linie mit, okay, Abwehr, Goaltending, Defense oder, you know, Scoring, Powerplays, Special Teams, Penalty Killing, you know, alle diesen Eishockey-Mechanismen, die sowieso vorhanden sind, you know, wenn die anwesend sind, okay, you know, vielleicht Top 6 oder, you know, Playoffs, Viertelfinale, und ich rede von Straubing. Aber man geht tiefer hinein mit diesen Eigenschaften, was man nicht anfassen kann. You know, die Entschlossenheit, die einheitliche Team-Feeling von oben bis unten. Und für mich ist wichtig, dass, you know, die erste Reihe Mittelstürmer ist genauso wichtig wie die fünfte Mittelstürmer. Dass die achte Verteidiger ist genauso wichtig wie die erste Verteidiger. Auch ebenfalls bei uns mit beiden Tormännern, mit Jeff Zadkoff und Sebastian Vogel. Die haben praktisch 50-50 gespielt. Man spürt und man fühlt, dass wenn die 15. Stürmer ist genauso an Bord wie die erste Stürmer, und von oben bis unten, quer, links, rechts, alle am dieselbe Wellenlinie sind. Man spürt das und man hat dieses Feeling und diese gewissene Bittergeschmack nach einem Niederlage. Und alle wollen im nächsten Spiel, you know, die extra 10% geben. Die wollen nicht verlieren. Die haben ein unheimlich großer, starker Zusammenhalt in der Kabine, im Bus, auswärts. Man hat gesehen, auch abseits vom Eis, in Straubing, Mannschaft war immer zusammen unterwegs, keiner wurde ausgelassen. So, das sind die Kriterien, wo man als Trainer Eishockey-Mechanismus, okay, aber als Neutralbeobachter, wie läuft das Teamfeeling, wie läuft das Ganze in der Kabine, wie läuft die Einstellungen mit, you know, Team First, das ist, wovon wir sprechen.
Team first und you know, man beobachtet, ob irgendwelche Warnsignale tauchen auf. Und vergangene Saison waren sehr wenig. Und wenn die Warnsignale waren da, wir haben das intern in die Mannschaft, nicht nur mit der Trainer, Trainer regelt das, aber auch intern die Mannschaft hat das auch selber im Griff etwas unternommen. Und das ist ein starkes Gefühl und man spürt diesen Prozess und diese Journey, wo am Anfang in der Training Camp, you know, wir haben unsere Eishockey-Gesetze, unsere Regeln, unsere Spielphilosophie, unsere Systeme, Taktik und so weiter. Aber im Laufe der Saison you know, hat die Mannschaft bei uns relativ früh das selber in die Hand übernommen. Und dann haben wir in Management, Trainer-Team, haben wir gesehen, dass die Mannschaft hat dieses Produkt, dieses Eishockey-Team für sich angenommen. Und es ist ihr Produkt und nicht unbedingt von General Manager oder von der Trainer. Die haben das selber gemanagt. Und dann erlaubt es uns, you know, die Coaches, Coaching-Staff, wir können auf die Gegner konzentrieren und die Lücke dort zu finden, weil wir haben alles intern im Haus, alles ist geregelt. Jetzt muss ich vorwegschicken, es ist aktuell Pandemie und natürlich dominiert das alles und natürlich ist es auch viel wichtiger und Eishockey ist da nur ein ganz unwichtiger Nebenschauplatz, aber nichtsdestotrotz, wenn man diese Saison der Straubing Tigers noch einmal im Rückspiegel betrachtet, wenn man sich bedenkt, welch begeisterndes Eishockey gespielt worden ist, wenn man sich in den Kopf ruft, was für eine Eishockey-verrückte Stadt Straubing ist, wenn man jetzt annimmt, diese Fans sind nicht nur um einen möglicherweise langen Playoff-Run, sondern auch um die Champions Hockey League Teilnahme gebracht worden. Und was das alles auslösen kann, das hat ja auch Augsburg vor ein paar Jahren gezeigt. Wie viel Frust war da vielleicht dann auch in der Offseason da, als einfach klar wurde, verdammt, das wird das alles für diese Fans, für diese Stadt, für diese Region nicht geben? Ziemlich viel Frust. Wie gesagt, das hat sehr lange das war eine zögernde Sterben sozusagen, vielleicht falsch formuliert, der vielleicht 6-7 Monate lang gedauert hat, von März bis auf die Tatsache letztendlich, dass Champions League wurde abgesagt. Das war sehr schmerzhaft, weil you know, der Verein mit ihren Mitteln im Vergleich zu vielen anderen in der DL mit anderen Voraussetzungen, das ist etwas, was der Verein verdient hat, die hart arbeiten. You know, sie machen sehr viele Sachen, das richtig zu machen für die Spieler, für die Mannschaften, das zu ergänzen für Bedienungen, das wir nicht anbieten können, wie ein Mannheim oder München, nur als Beispiel. Aber, und das richtig zusammen als eine Familieeinheit zu schaffen. Und dann letztendlich, der Verein hat 12, 14, 15 Jahre auf das gewartet, haben es geschafft und wird es tatsächlich nicht bekommen, zu realisieren. So vor allem für den Verein, dann you know, für die Spieler. Die Spieler haben diese Arbeit investiert und sie haben diese Belohnung am meisten verdient. Es war sehr bitter, es war sehr schwer zu ertragen für die Jungs und für die Mannschaft. Und dann, wie du eben erwähnt hast, die Fans, die Stadt, diese Kultur, was diese Durst, was sie haben für sowas, you know, für die Anerkennung. Und es ist eine hervorragende Feeling in der Stadt und in der Stadion. Es hat dieses Special Feeling, das was Besonderes, you know, quer von den Sponsoren zu den Fans. Es war, wie gesagt, ich kann nur ausdrücken, es war eine schwierige Zeit. Wie gehst du mit so einer Frustbewältigung um? Du hast dann auch nochmal den Trip angesprochen nach Nordamerika, nachdem bekannt worden ist, dass die Champions Hockey League nicht stattfinden wird, um auch vom Hockey wegzukommen. Wie bewältigst du Frust und wie kommst du vom Eishockey weg? Well, you know, in erster Linie, man kann es nicht ändern. Man ärgert sich immer über interne Fehler oder was weiß ich, wenn es läuft nicht sportlich, im Freien oder im Team oder you know, irgendwas. Aber
vielleicht umso schwieriger ist, man könnte die Finger nicht drauf drücken, okay, wir können das reparieren, wir können unsere Abwehr ändern oder unser Penalty Kill ändern. Es war nicht in unsere eigenen Hände und wir könnten es nicht ändern. War ebenfalls frustrierend, aber auf der anderen Seite, es ist, was es ist. Es ist überall auf der Welt. Wir können es nicht ändern. Wir müssen abschalten. Und für mich ist war immer sehr, sehr wichtig, bei jedem einzelnen Antreten bei der Arbeit in der Eishalle mit positiver Einstellung. Die Reise wieder zurück in Amerika war wichtig, dürfte abschalten. Und nicht die tägliche, ja, ob wir spielen, spielen wir nicht. Glaube, wir werden die ganze Saison nicht spielen. Umso mehr frustrierend, weil alle die anderen Ligen haben gespielt, außer England. So Deutschland und England waren die zwei größeren Länder, die nicht gespielt haben, war ebenfalls frustrierend. Man sieht, dass die EBL, die neue Eisliga, dass die spielen, haben Spiele Livestreaming angeschaut und wir sitzen hier und dürfen nicht spielen. So war sehr frustrierend. Aber für mich, wenn wir wieder im November begonnen haben, das so positiv wie möglich. Die Jungs suchen etwas zu greifen. Viele Jungs ohne Familie hier, die kommen schon in das Stadion, die sind schon etwas grantig. Und man muss schauen und positiv und ein Lachen aufs Gesicht zu bringen. Schnelle Training, gutes Training, auch Training mit ein bisschen Spaß, dass die Jungs gut drauf sind. Wird sich in diesen spannenden Zeiten auch mit so viel Unsicherheit die Kaderplanung gestaltet? Es gab ja, wenn ich richtig informiert bin, mit Jeff Zadkoff einen prominenten Abgang, der glaube ich auch Covid-19 bedingt war, im Tor, und kann man vorstellen, es wird nicht die einzige Hürde gewesen sein, die bei einer Kaderzusammenstellung zu nehmen war. Freulicherweise haben wir unser Kader praktisch fix, bevor die Pandemie eingetreten ist. Und es ist eine hervorragende Botschaft für Straubing, für den Verein, für die Fans und für die Stadt, dass fast alle, 95% von unser Kader wollte bleiben. Wir haben die Ergänzungen, die neue Neuzugänge schon fixiert, bevor die Pandemie. So, das war von Management-Seite und die Kaderplanungen war das eine Lichtblick oder ein Positiv in das Ganze. Aber dann mit den Verhandlungen hier oder da und Gehaltsreduzierungen und Champions League und die ganze Unsicherheit, Liga sagt eins und dann der Bund mit Frau Merkel zwei Tage später sagt sie was anderes. Und in dem Zeitpunkt hat Jeff Zadkoff, glaube ich, 2 oder 3 Mal seine Meinung geändert. Und letztendlich war das so, dass aus Corona-Bedingungen die Risiko war zu groß. Er wollte nicht mit reisen mit seiner Familie, wusste nicht, ob wir werden hier fest und nicht mehr wieder ausreisen können. Er hat kleine Kinder und auf jeden Fall wollte nicht mehr Corona seine Familie schützen. Gleichzeitig hat er die Möglichkeit, Interviews und einzusteigen in Coaching/Management-Bereich bei ein paar NHL-Teams, die Interesse an ihn haben. So, das war eine Entscheidung, dass wir respektieren müssten. So, in diesen Positionen müssten wir angreifen und die Kader ausbessern. Ja, aber wie frustrierend ist das mit Jeff Zadkoff, eben einen Leistungsträger vergangener Jahre zu verlieren? Und der Import-Goal ist natürlich, wenn nicht die erste, dann wahrscheinlich die zweite oder die dritte Priorität. Und jetzt hat man mit Sebastian Vogel natürlich einen guten Mann, keine Frage. Aber wenn es dann auf einmal heißt, back to the drawing board und jetzt einen Starting Goaltender oder Starting Caliber Goaltender suchen, wie bitter ist das dann? First of all, persönlich, Jeff, nicht nur seine Leistung, Jeff war eine starke Präsenz, hat starke Führungskraft, aber auch von
von der ganzen Team-Einstellung. Der ist ein hervorragender Typ von das ganze Respekt, Disziplin, aber auch positive Aufgeschlossenheit. War das eine wichtige Faktor in unserem Team, aber persönlich, you know, okay, Jeff kommt nicht zurück, man hat nicht die richtige Verabschiedung von ihm gemacht. Aus der Pandemie kam im März und es kommt rasch mit dieser Entscheidung. Ich glaube, er war die Erste, der mit seiner Familie abgeflogen ist, weil die haben geredet von, you know, keine Flüge mehr und die werden langsam schließen. So, you know, viele von Team haben nicht die Möglichkeit, von ihnen zu verabschieden. Okay, Jeff kommt zurück. Okay, nächste Saison ist er wieder da und dann stellt sich heraus, dass er kommt nicht. So, es war von dem Seite her nicht einfach. Aber, you know, Jeff und Sebastian haben ein unheimlich starker Torhüter-Duo gebildet. Wie gesagt, Sebastian hat fast die Hälfte von den Spielen gespielt in der Saison. So, wir haben zwei guten Torhüter, die beide einander unterstützt haben. Aber, you know, Backup-Goalie, und ich sage Backup in dem Sinn, derjenige, der nicht spielt, you know, der sieht das Spiel, der beobachtet, hat einen anderen Blick und eine andere Intensität. Und sehr oft, sie haben was in der Kabine zu sagen, das sehr wertvoll ist in der Teamführung, in welche Richtung es geht. You know, müssen die Intensität oder die versuchen dieses oder hier und wir müssen diszipliniert bleiben. You know, die Schiri sind reif für ein paar Strafen gegen uns. You know, stay disciplined, boys. You know, so Jeff und Sebastian sind sehr gut in dem Sinn und you know, mit Jeff, dass er nicht da ist, you know, wie gesagt, es gibt einiges, das fehlt und war nicht einfach zu ergänzen. Ich möchte auch noch auf ein paar Personalien zu sprechen kommen und da gibt es auch eine, die in Österreich sich fit gehalten hat und ein paar Wochen für Furore gesorgt hat, zudem dann alles später, als wir uns vergangene Woche unterhalten haben, um diesen Interviewtermin auch auszumachen, hast du gemeint, diese Pandemie, Corona, Covid, das ist mental extrem schwierig für die Spieler. Wie muss man sich das vorstellen oder woran machst du das fest? You know, ich möchte vorsichtig sein hier, aber you know, Profisportler sind ziemlich ehrgeizig, die sind ziemlich entschlossen, die Wille. Und diesen Spieler, Sportler überall auf der Welt, ob you know, olympischer Einzelsport oder Teamsport mit Fußball oder Eishockey, je nachdem, wenn sie verlieren oder wenn sie nicht etwas haben oder nicht etwas bekommen, woran sie arbeiten, woran sie zielen, dann, you know, das ist immer diese bitter, you know, Geschmack von Niederlage. Und ich denke, dass, you know, viele, nicht alle, und, you know, einige Spieler haben es so genommen, einige Spieler andere so, aber einige haben das angenommen aus Niederlage und you know, waren bissig und enttäuscht, bitter, ja, verschiedene Emotionen im Spiel. Und dann, you know, sicherlich für uns alle und keine, ja, Spezialhandlungen oder sowas, aber weil jeder auf der Welt muss diese Situation ertragen und durchgehen. Einige mehr als die anderen, aber you know, mit Gehaltsreduzierung. You know, zuerst war Verlustangst, dass wir spielen eine ganze Saison nicht. Und ich denke, dass wir anders, wenn wir im September begonnen hätten, wie alle die anderen Ligen. Aber diese ungewissen Fragezeichen von September aufwärts bis Ende November war die schwierigste Zeiten, wo wir unseren Beruf nicht ausüben, wo wir unsere Kraft, unser Talent nicht täglich auf dem Eis sind, wo wir normalerweise sind und nicht diese Spielgefühl. So diese Oktober, Ende September, Oktober, November war, glaube ich, für unser Team die schwierigste Phase. Die Liga oder beziehungsweise Magenta haben ein Cup entwickelt, entworfen, wo die Magenta Cup wurde gespielt. Und da haben acht Teams teilgenommen. Und war
schwierig auch, weil Straubing hat nicht an dem Magenta Cup teilgenommen, aus verschiedenen Gründen, was zu verstehen sind. Weil wir sind schon einmal hochgefahren mit der Champions League und die All-Start und dann ist es nicht stattgefunden und dann Magenta Cup. Stellt sich die Frage, wieder hochfahren, alle zusammenbringen. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Magenta Cup begonnen hat, war das immer noch nicht sicher, dass die DL würde fix beginnen. So, das hat die Mannschaft und die Spieler, das hat die am meisten belastet, psychisch. Jetzt beginnt das Ganze mit dieser Existenzangst. Dann wird endlich beschlossen, es wird gespielt, dann aber vor leeren Rängen. Also auch das Spielgefühl ist ein ganz anderes. Wie ist es für dich als Coach gewesen, in diesen verschiedenen Phasen über die letzten Wochen und Monate auch mit der Mannschaft arbeiten zu müssen? Wie tief musstest du da in die Trickkiste oder in die Motivationskiste greifen? Oh, ich weiß nicht, ob ich tief genug in die Kiste gegriffen habe, weil wir haben nicht einen guten Start gehabt. Je nachdem, welche Tricks ich benutzt habe, die waren vielleicht nicht die richtigen. Das war eine sehr komische, ja, seltsame. Straubing, wir haben früher gesprochen über die Stadt, die Halle, die Fans. Wir sind ein Energieteam. Wir sind nicht von Superstars geprägt. Wir sind von Topspielern geprägt, aber wir sind eine Energiemannschaft. Und wir brauchen unser siebter Feldspieler sozusagen mit den Fans hinter unserem Rücken. Die bringen uns sehr viel Adrenalin, Emotionen. Pumpen uns unheimlich stark auf. Und diese ersten, denke ich, 5, 6 Spiele waren schon eine Anpassungsphase, wo wir das mit leeren Hallen, man kann alles hören. Ein Tor fehlt und es gibt 20 Spieler von einem Team, der jubelt, sonst ist die Halle totenstill. Diese Auswirkung bei einem Gegentor ist umso mehr zu spüren, weil es ist totruhig. Aber es war eine seltsame Situation, wo wir uns anpassen müssten und wir müssten verstehen, dass wir müssen unsere eigene Energie mitbringen. Wir müssen unser eigene Juice auf dem Eis bringen und das finden. Und so, wir haben das langsam aber sicher besser angepasst, aber man musste schon deutlich mehr ob die Mannschaft aufpumpen oder motivieren. Es ist nicht unbedingt richtig, weil ich glaube, die Jungs haben unheimlich viel Freude gehabt, dass es letztendlich losgeht. Für uns diese Tricks und diese Motivation war umso mehr nach die ersten paar Spiele, weil wir haben gleich begonnen mit München und Mannheim in die ersten 2 Spiele und beide Teams haben Magenta Cup gespielt und wir haben 2 starke Spiele gespielt in Verlängerung gegen München verloren, sehr gut in Mannheim verloren, aber 0-3 verloren und dann musste man zugreifen auf Tricks, weil die Jungs wussten, dass sie haben gut gespielt und wir haben, ich glaube, ein gutes Basis aufgebaut, aber die Ergebnisse waren nicht da. Und wir waren so dran gewöhnt mit Gewinnen die Saison davor, dass es war ein ziemlich tiefes Gefühl in unserer Mannschaft. Und da müssten wir schon Wege finden, die Mannschaft positiv beizuhalten. Nachdem das Hörerinnen und Hörer immer wieder interessiert, was da konkret gemacht wird. Kannst du ein wenig darüber plaudern, was du versucht hast oder vielleicht eine Nein, das bleibt teamintern? Ja. Alles gut, gilt es zu allgemein, es geht, nach einer Niederlage, ich rede nicht während des Spiels oder sowas, aber es sind die Zeiten inzwischen, nach einer Niederlage ist das immer meistens wohl, okay, wir haben einige neue Spieler, wir sind nicht dran gewöhnt zu verlieren, es ist ein bissiges Gefühl. Wir haben Erwartungen, interne Erwartungen, was die Team möchte und hineinzukommen und sagen, hey, weiter so spielen, an diese das ein bisschen basteln, aber
mit der Pandemie und alle sind schon ein bisschen negativ gekränkt. Man muss den richtigen Puls haben, dass man nicht einige Spieler, nicht alle, aber einige über die Grenzen bringt, dass sie überkochen. So war wichtig, dass wir positiv und zusammenhalten als Team. Das gilt es auch zu respektieren, werde diesbezüglich jetzt auch nicht weiter nachfragen, möchte nur ein klein wenig über die Saison als Ganzes sprechen, weil das vielleicht gerade die österreichischen Hörerinnen und Hörer nicht wissen. Es wird ja in der DEL in zwei Gruppen gespielt. Anfangs ist quasi exklusiv für Straubing in der Südgruppe gespielt worden, also gegen die jeweils sechs anderen Mannschaften, während die Nordgruppe unter sich geblieben ist. Und jetzt wird seit geraumer Zeit quasi auch gegen die Nordgruppe gespielt, bis es dann zum Ende der verkürzten Hauptrunde, ich glaube, es werden dann am Ende 38 Spiele insgesamt sein, in die Playoffs geht. Und dort wird dann in Viertelfinale, Halbfinale, Finale in Best-of-Three-Serien gespielt. Jetzt ist Straubing right on the bubble im Playoff-Kampf um den letzten Platz, wenn man so will, in der Süddivision. Wie siehst du das Playoff-Rennen aktuell? Wie viel, oder sind das jetzt alle 6-Punkte-Spiele, die noch anstehen? Mehr oder weniger. Wir bezeichnen das anders. Wir haben das mit den 14 Spielen. Wir haben schon uns mit einem Playoff-Modell aufgebaut, dass mit den 14 Spielen gegen Norden, dass wir schon zwei Best-of-Sevens spielen. Ich denke, wenn man mit 14 Spielen noch zu spielen hat und man jedem Spiel sagt, okay, heute ist ein 6-Punkte-Spiel, okay, nächstes Spiel, heute ist ein 6-Punkte-Spiel, die Wirkung wird nicht mehr so wahrgenommen oder die Reiz ist nicht mehr da. So, wir haben das eher lang, mittelfristig auf 5-7 Spiele, Best of Sevens. Wir haben das in unser vorletztes Spiel, wir haben die erste Best of Seven gewonnen. So, wir haben, okay, wir machen weiter, die zweite Runde beginnt. Das ist unsere Mentalität momentan. Die Jungs, die wollen. Und die Jungs sind entschlossen. Ebenfalls umso mehr mit diesen intensiven 38 Spiele in einem kurzer Zeitpunkt. Das hat eine große Belastung an den Körper, auch mental. Wir haben einige Verletzungen mit zu bekämpfen. Und bei uns fehlt momentan eine ganze Stürmreihe. Aber das ist dieses Feeling von der ersten bis der 15. Stürmer, dass alle an Bord sind. Und momentan, wir haben alle an Bord und wir sind in Playoff-Fieber und wir sind in die nächste Best of Seven und wir treten so hinein. Die letzten 4 Auswärtsspiele haben wir nur ein Gegentor bekommen. Wir nehmen jedes einzelne Spiel als einen Unterschied zwischen 3-2 vorne in der Serie oder 2-3 hinten in der Playoff-Serie. Das ist momentan unser Modell und was wir intern machen, und die Jungs nehmen das sehr ernst und wir sind right on the bubble, wie du sagst, und ich denke, wir sind in einer guten Position wie ein Rennwagen, der nach hinten ein bisschen draftet und in der letzten Runde dann aufholt. meine Ansicht ist, ich würde lieber der Jäger sein als der Gejagte. Und das Gute ist, jetzt hast du doch noch ein ganz klein wenig deine Motivationstricks zum Besten gegeben mit diesen Best of Sevens. Wenn man sich bei Straubing die Scorer ansieht, auch aus der vergangenen Saison, die Top 3 Scorer aus dieser Magic Carpet Ride Season waren Connolly, Williams und Eriksen. Niemand dieser drei ist aktuell in den Top 6. Und gerade bei Mike Connolly und Jeremy Williams, vor allem bei Connolly, ist es sehr auffällig, dass der Scoring-Touch irgendwie verloren gegangen scheint. Wie arbeitest du mit Leuten, wo du weißt, die treffen normalerweise am Fließband oder produzieren am Fließband und auf einmal läuft es so überhaupt nicht mehr? Ja, wir haben eine Phase, wo es etwas trocken war. Und ich denke, das ist immer
you know, die Spieler selber wissen es, die sind Profis. Das ist ihren Lebensunterhalt, die sind von 14, 15, 16 Jahre alt so entwickelt und erzogen worden, in College oder Major Junior A zu ihrem Profikarriere. Die Spieler wissen selber und wenn nicht mehr, dass ihr Job ist, Leistung zu bringen und Tor zu produzieren. Was für mich wichtig ist, ist, jeder einzelne Spieler geht durch eine Durchstrecke. Und solange die Spieler ihre Arbeit fürs Team machen, konstant, spielen good defense, hard backchecking, Zweikämpfe gewinnen, wir haben, wie gesagt, diesen Team-First-Konzept, was sehr wichtig für uns ist. Wir sind eine Familie. Und wenn eine oder zwei in der Familie haben etwas Schwierigkeiten, wir müssen da für diesen Leute sein, um die zu helfen, zu unterstützen. Und diese Magic Carpet Ride war nicht nur diesen drei Leistungsträger. Es hat natürlich sehr geholfen, aber wir haben eine Vier-Reihe, All-Orion Chip-In-Mentalität. Und das war sehr oft der Fall, dass wir haben gewonnen mit unserer vierten Reihe. Aber es war sicherlich ein Faktor. Heuer in diesem Saison natürlicherweise von einem fehlenden Training-Camp. Mental, körperlich ready zu sein und zu spielen. Und ich denke, mental, die Jungs sagen, okay, wir nehmen auf, wo letztes Jahr aufgehört hat. Und die ersten paar Spiele von München und Mannheim, auf einmal, okay. Dann haben sie, ja, die Spieler wissen es selber und die treten und fallen in eine mentale Phase, wo sie werden frustriert sein. Und mein Job, wie ich das angehe, ob es richtig ist oder nicht, aber ich schaue und will die positiv aufbauen. Wenn sie Arbeit fürs Team machen, es wird irgendwann kommen. Aber wenn sie zu viel über das denken und kommt dazu mit sowas, dass wir befinden uns in Lockdown. Diesen Spieler, zwei von den drei sind ohne Familie hier. Die sitzen zu Hause und denken nur über das nach. Für die 18 Stunden, dass sie nicht in die Eishalle sind, wo sie noch mehr über das denken, weil sie wieder auf dem Eis sind. So, meine Meinung ist, ich habe das nie richtig so gedrückt als diese einzelnen Spieler vor der Mannschaft. Sie wissen es selber als Führungskraft, als Leader-Typen, in jedem einzelnen Gespräch, dass ich muss das Team führen, ich muss das Team helfen. Und die haben diese Selbstanerkennung, dass sie wissen, was die Rolle ist. Sie sind die Leistungsträger. So, es war niemals von den Spielern aus irgendwelche falsche Kriterien oder falsche Antworten oder falsche Illusionen da oder sowas. Aber wir gewinnen und verlieren als ein Team. Und am Anfang immer ist das immer so, im September. Man hat einige Spiele, wo, Scoring ist, hat gefehlt oder Goaltending war nicht der Top an dem Tag. Aber mit einem Mitte Dezember Beginn und viele weniger Spiele zu spielen in einer Saison, war jeder einzelne Spiel wichtiger und es war ein Sprint bis zu diesem Zeitpunkt und nicht eine normale Saison mit einem Marathon. Jetzt hast du das fehlende Training Camp angesprochen, das natürlich ein Faktor ist. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, Fredrik Eriksson, der schwedische Verteidiger, der hat 6 Spiele in der Bettelholm Eishockey League für den KAC absolviert, kommt dann nach Straubing. Merkt man da dann als Coach sofort auch einen Unterschied, wer schon Bewerbsspiele in den Beinen hat oder war das nicht auszumachen? Fredrik Eriksson, das ist wieder eine Fall, wo man diese Geschichte für sich spricht. Fredrik hat die Möglichkeit nach Klagenfurt zum Wechseln und Freddy ist ein erfahrener Spieler. Freddy braucht auch seine Training Camp
Und in der Zeitpunkt, wo Klagenfurt sich präsentiert hat, haben wir gedacht, das ist die beste Lösung für Frederik persönlich als älterer Spieler, dass wenn wir beginnen, dann ist er in Spielrhythmus, hat seine Routine und wird nicht die extra 7, 10 oder 14 Tage brauchen, in Form zu kommen. So Freddy ist nach Klagenfurt, hat dort, ich glaube, 2, 3 Spiele gespielt. Vielleicht 2, bin mir nicht sicher. Na, ich weiß insgesamt 6. Aber irgendwann gab es ein Quarantäne, wo das ganze Team war in Quarantäne in Klagenfurt. So diese 6 Spiele, glaube ich, war über eine 2-Monate-Phase. Ich glaube, er hat wieder ein paar Spiele gespielt und dann war wieder eine Quarantäne in Klagenfurt. Letztendlich beginnen wir und wir haben gedacht, okay, Freddy spielt, lass ihn spielen. Wir haben Training Camp schon eine Woche gemacht und okay, Spielpraxis ist besser als Training. Der ist in Klagenfurt geblieben bis 30. November, kommt zu uns am 1. Dezember. Und am letzten Spieltag nach dem Spiel haben sie eine Control gemacht, einen Test und er müsste in Quarantäne bei uns sitzen. Er hat nie diese richtige Antretung bekommen, aber ebenfalls aufgrund von Österreich nach Deutschland. Deutschland hat andere Regeln und. Er hat nie Kontakt mit uns in Straubing gehabt, aber war wieder eine Quarantäne. So letztendlich, wenn ich ihn persönlich gesehen habe, dürfte ihn sehen, ich glaube, von 60 Tagen hat er 42 Tage Quarantäne gehabt. Und deswegen wissen viele nicht, was die Herausforderung, was einige Spieler mitgemacht haben. Jetzt heute hier in April können wir darüber etwas lachen und zu sagen, so war es. Aber das war für ein Mensch, ob Eishockey-Spieler ist oder nicht, oder für jeder Einzelne, das war eine sehr, sehr schwierige Situation für Frederik. Jetzt starten wir in die Saison. Der Saisonstart war, ob der Erwartungen, die geweckt worden sind, vielleicht nicht ganz so toll, wie sich der Straubing auch erwartet hatte, eben auch ohne Trainingcamp und dergleichen. Und dann ist es aber langsam aber sicher bergauf gegangen. Gab es so einen Punkt, wo du gedacht hast, okay, jetzt ist die Mannschaft langsam auf dem Punkt, auf dem du sie erwartet oder auf dem Niveau, wo du sie erwartet hattest, oder gab es diesen Punkt noch gar nicht? Und es ist immer noch sehr viel Luft nach oben, Room for Improvement. Ich glaube, es war rum um den 16., 17., 18. Spieltag. Wir haben 24 Spiele im Südgruppe gespielt. Du hast es früher erwähnt, aber in diesem Gruppe haben wir München 4-mal, wir haben Mannheim 4-mal, wir haben Ingolstadt 4-mal. In unserer südlichen Gruppe waren 6 von den Top 10 Teams. Nur von unserer 7er Gruppe waren 6 in unserer Gruppe. So es war um die 16., 17., 18. Spieltag, wo wir merken, okay, jetzt haben wir eine Rhythmus. Jetzt spielen. Es ging um die Konstanz. Die Konstanz war, mal ein super Spiel und dann das nächste Spiel war unterdurchschnittlich. Und dann spielen wir ein sehr gutes Spiel und dann spielen wir durchschnittlich. So die Konstanz ist ab dem 16., 17. Spieltag geblieben. Unabhängig von Ergebnis, ob Sieg oder Niederlage. Auch wenn man verliert, man schaut die Konstanz. Eine Niederlage ist okay, manchmal spielt man 90% und verliert. Aber die Konstanz und die Leistung war solide. Manchmal spielt man 100%. Es war ein super Spiel, aber man verliert. So, wenn man um die 70% spielt und verliert, das ist diese Konstanz. Und man merkte, unsere Siege kamen öfters mal, nicht so selten, immer mehr und mehr. Aber bei den Niederlagen waren unsere Leistungen immer besser. Und die Konstante ist hineingetreten. Und ab dem 16., 17. Spieltag wussten wir und haben wir auch mit einigen Neuzugängen und die, die,
die Mischung zu finden. Jeff Zadkoff ist eine Situation, wo wir gesprochen haben, aber wir haben Stefan Leubel verloren. Der ging nach Mannheim. Travis Turnbull, jetzt Kapitän in Schwenningen, ist auch ein Führungskraft in der Team gewesen bei uns. Die neue Zugänge einzumischen, die Chemie in der Mannschaft war gut, aber diese strukturelle mit die Reihen und die Verteidiger und wer passt und alles. Und wir müssten einiges durchmischen, auch mit einigen Ausfällen. Aber 16., 17., 18. Spieltag haben wir das, ob durchgemischt oder nicht, wir haben unsere Konstanz gefunden. Wir haben mehr konsistent gespielt und jetzt sind wir in Anmarsch. Ich möchte das natürlich nicht jinxen, das Unterfangen Playoffs, vor allem weil auch noch so viel Eishockey zu spielen ist, aber das Format einer Best-of-Three-Serie, die dann auch konsequent bis zum Finale durchgezogen wird. Jetzt spielen wir in Österreich konsequent Best-of-Seven-Serien. Es gibt noch ein paar Ligen, die in den ersten Runden vielleicht Best-of-Five haben und in der Penny DEL jetzt heuer Best-of-Three. Öffnet das, und ich weiß schon, dass Mannheim eine überragende Saison spielt und wahrscheinlich der große Titelfavorit ist, aber öffnet das vielleicht dann doch Tür und Tor für eine Überraschung, wenn Best of Three gespielt wird? Auf jeden Fall. Wir haben diese sogenannte Underdog-Rolle wieder angenommen. Wir waren vergangene Saison mehr favorisiert und jetzt heuer sind wir etwas mehr in die Underdog-Rolle-Situation und nach wie vor, wie ich vorher gesagt habe, diese Jäger, wir jagen den vierten Platz, wir jagen den letzten Playoff-Spot. Und wenn man hineinkommt mit positiven Schwung, ist diese Underdog-Rolle umso mehr stärker zu spüren und umso mehr Druck können wir auf den Gegner machen, ohne irgendwelche Rücksicht auf irgendwas. Wir wollen. Und diese Wille und wir wollen für mich hat einen wesentlich stärkeren Effekt als wir müssen. Und da komme ich zurück, wieder den Kreis zu schließen, dieses Gefühl und Feeling in Bozen 2013-14, dass wir in einem unheimlich starken Wille. Wir müssen nicht, dass es nicht muss, es sind nicht Erwartungen, es sind unsere eigenen Wille. Und das wird herangetrieben von intern. It comes from within the team. Und das ist diese Feeling, was wir vergangene Saison gehabt haben. Und das ist eine Feeling jetzt, langsam in den letzten drei Wochen, was wieder spürbar ist. Weil du den HCB Südtirol ansprichst, wie eng sind denn noch die Kontakte dorthin, beziehungsweise wie verfolgst du vielleicht auch deren Saison mit, nachdem sie sich aktuell im Halbfinale befinden? Für alle Hörerinnen und Hörer, wir zeichnen das an einem Freitag auf, das Gespräch, und es wird dann am Dienstag erscheinen. Gibt es da noch Berührungspunkte mit Bozen oder zumindest das Score-Checking? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist sicherlich immer, bin immer voll dabei mit meinem Herz mit Bozen. Verfolge das jedes Jahr. Gibt es natürlich immer guten Kontakt mit Bozen. Nicht nur im Eishockey-Bereich, aber auch abseits von Eishockey. Die Freunde, was man kennengelernt hat. Und die drei Saisons, drei Jahre dort waren eine sehr starke Platz in mein Herz immer noch. Und das bleibt und das geht nicht weg. Weil du diese drei Jahre in Bozen angesprochen hast, die von einem Kurzzeitaufenthalt in Wien unterbrochen worden sind. Was sagt es über dich und auch den Club der Straubing Tigers aus, dass du jetzt im vierten Jahr als Coach in Straubing so lange durchgehend an einem Ort warst wie noch nie in deiner Trainerkarriere? Well, Straubing ist in einer ähnlichen Situation wie Bozen. Von der Stadt her, von dem Verein, aber ob Großstadt oder Kleinstadt, das ist eigentlich relativ egal. Ich habe gefunden eine Team, ein Verein, ein Club, eine Organisation, der mir vertraut, erlaubt mir, mein Job zu machen, wie ich es möchte, und die Zusammenarbeit von Management, von Vorstand zu der General Manager Jason Dunham, zu mir an Head Coach Rob Liesk,
Co-Trainer, Manuel Litterbacher, unser Torwarttrainer, ist Innsbrucker. Zu unserem Konditionstrainer, Gio Vedula. Wir haben den Vertrauen als Trainerteam und unsere Zusammenarbeit mit der die nächste Stufe mit General Manager. Wir haben die gleiche Philosophie. Wir haben die gleiche Meinung, gleiche Philosophie. Die Zusammenarbeit ist am wichtigsten. Und das ist deswegen, glaube ich, warum diese Zusammenarbeit und diese Philosophie, was wir in Straubing aufgebaut haben, überträgt sich an die Mannschaft. Die Spuren, Spieler spuren, ob Unstimmigkeiten gibt es mit Trainer, Co-Trainer oder zwischen Management und Trainer oder irgendwas, sie spuren, wenn zwei verschiedene Meinungen herausspringen, irgendwann oder irgendwo. Und wir sind, wie gesagt, die gleiche Philosophie. Wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, was für Spielertypen wir haben wollen. Wir wissen, was für eine Identität wir haben. Für Neuzugänge, diese Identität, diese Voraussetzungen entsprechend erreichen oder nicht. Und in Off-Season, während der Saison, ist diese Zusammenarbeit, und ich denke, die Spieler haben sicherlich ihre Arbeit und ihre Leistung, was sie bringen für den ganzen Erfolg. Es ist gar keine Frage. Jeder einzelne Spieler in unserem Team in den vergangenen 3 Jahren verdienen ein großes Lob. Sie haben aufgebaut. Die sind ein Eckpfeiler und ein Baustein, in was wir in Straubing gebaut haben. Aber diese Teamphilosophie fängt an mit die Verpflichtungen von Spielern, von der Charakter, von der Arbeitswidmung. Und das ist eine Identität, was wir einbauen dürften. Und ich als Cheftrainer und meine Trainerstamm, wir können unsere Arbeit machen mit volles Vertrauen. Ich habe eine letzte Frage. Was muss in dieser Saison passieren, dass du, egal wann sie endet, am Ende der Saison sagst, es war eine gute Saison für die Straubing Tigers? Was muss passieren? Wir möchten unbedingt in die Playoffs hineinkommen. Und wie gesagt, ich rieche und ich spüre was. Ganz genau würde ich nicht unbedingt erwähnen, um das irgendwie, aber... Don't jinx it. Exactly. Mannheim hat nicht viele Spiele verloren. Aber sie haben gegen Straubing verloren. Ich denke, das wird eine große Erlebnis für uns, wie wir wieder zurück am Boden gekommen sind von Pandemie, von Corona, dass wir das abschließen können, in die Playoffs hineinzukommen und eventuell gegen eine sehr starken Gegner mit Underdog-Rolle, Underdog-Feeling eine Überraschung zu schaffen. Und das werden wir sehen. Wir arbeiten dran, wir geben unsere volle Kraft zu diesem Ziel. Das liegt noch in den Sternen, aber ich mag und habe ein sehr starkes Feeling momentan, wie die Jungs antreten. Und umso wichtiger ist, was der Trainer macht oder will oder hat als Ziele, das ist im Endeffekt in diesem Teil der Saison egal. Es ist wichtiger, was die Spieler wollen, was das Team will als Einheit. Und man spürt und man riecht. Und diese Taste und diesen Feeling ist da, dass die Team das selber in der Hand unbedingt haben möchte und sie wollen es. Ich glaube, es kann für Fans der Straubing Tigers, aber vielleicht auch für Spieler und Beobachter der Szene kein besseres Schlusswort geben. Ich wünsche alles Gute für den Rest der Saison, auf dass das dann vielleicht auch Eintritt. Freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, vor allem auch so lange, und ja, wünsche, wie gesagt, alles Gute für die Saison in der Penny DL. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht, ich habe mich sehr gefreut und ich werfe immer noch weiter mal ein Auge auf die Eisliga und die ganze Österreich und italienische Teams und wie das alles läuft in den Playoffs. Wir hören voneinander sicherlich und vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hockey O'Clock mit Martin Pfannerwert, unterstützt von kazumo.com.
Casumo, das ist Wetten leicht gemacht. Casumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit casumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10 Euro Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. casumo.com, das ist casumo.com. Casumo, Wetten leicht gemacht. Vergangene Woche hat den Auftakt gebildet bei Hockey Clock mit Martin Pfanner zu den Exit-Interviews, Gespräche mit Spielern von Teams, die leider nicht mehr mit dabei sind. Wir befinden uns in der Runde der letzten 4, leider auch nicht in die Runde der letzten 8 hat es das Team aus Graz, Simosa Medical Graz, in den Nines geschafft. Dafür freut es mich umso mehr, dass jetzt einer der positiven, nicht Überraschungen, einer der Lichtblicke spielerischer Natur aus Graz jetzt bei Hockey O'Clock mit dabei ist. Niemand geringerer als Erik Kirchschläger. Erik, erst einmal vielen lieben Dank, dass du in der Offseason die Zeit nimmst. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Offseason, Erik, ist ja nicht ganz richtig. Du warst auch mit Saisonende noch aktiv, hältst dich jetzt auch für das Nationalteam fit. Aber wie ist es so ganz genau? Wie lange braucht man zu realisieren, verdammt, die Playoffs finden jetzt ohne unsere Beteiligung statt? Ja, das geht leider relativ schnell, aber wir haben es schon am Spiel, also beim vorletzten Spiel haben wir schon gewusst, dass wir es nicht mehr schaffen können. Und da, ja, dann macht das Feiern nach der Saison auch weniger Spaß. Aber wirklich realisieren, ja, eigentlich gleich. Und dann macht man ja mal Pause und freut sich ja ein bisschen, dass man jetzt mal einen Abstand haben kann und dass man so die Zeit ein bisschen genießen kann. Wenn du versuchst, Abstand zu finden, wie tust du das? Womit kannst du vom Eishockey wegkommen? Ich bin sehr gern daheim und einfach nur Fernsehen und auf der Couch liegen, also nicht gerade die beste Werbung für junge Spieler. Aber ich gehe ja auch gern golfen. Jetzt passt ja das Wetter gut. Und sonst eigentlich unternehme ich sehr wenig. Jetzt ist es ja eigentlich ein paradoxer Zwiespalt mit Saison zu Ende, endlich abschalten können und dann zwar unter ein wenig anderen Umständen, dann aber trotzdem noch fürs Nationalteam sich fit halten, sich vorbereiten. Wie funktioniert dieser Spagat aus eigentlich versuchen runterzukommen und dann aber nicht zu weit runterzufahren, weil sie dann fürs Team wieder gilt, alles zu geben? Normalerweise habe ich schon bis 2 Wochen dann wirklich gar nichts gemacht, nichts Sportliches. Und diesmal war es schon so, dass wir eben dann am Ende nur mit dem Nachwuchs aufs Eis gegangen sind und so hin und wieder in die Kraft kamen. Also nicht, dass man den Körper komplett runterfährt. Das heißt, welche konkreten Dinge, also von nicht runterfahren, was machst du aktuell, um quasi dieses Mindestlevel zu halten, das es dann auch fürs Team braucht? Ja, mehr oder weniger mit dem Sommertraining angefangen. Also das normale Programm, Krafttraining, Laufen gehen, alles Mögliche. Wenn wir, und dafür bist du auch in den Podcast eingeladen worden, ein wenig die Saison der Grazer Revue passieren lassen. Bin mir sicher, ihr werdet es dann auch in euren Exit-Interviews und dann auch mannschaftsintern getan haben, was steht. Und natürlich steht am Ende nicht oder keine Playoffs, aber wie blickst du auf die Saison als Ganzes zurück? Ja, ich glaube, wir haben nicht recht gut angefangen, schon in der Preseason. Da haben wir alle Spiele verloren gehabt. Aber dann, wie die Saison angefangen hat, haben wir irgendwie einen Lauf gekriegt. Dann am Anfang war echt eine gute Stimmung und da ist einfach gerannt und da war es echt super. Dann waren wir auch mal Erster und genauso schnell wie wir Erster waren, waren wir dann wieder unterm Strich. Und
Da haben wir uns dann sehr schwer dann, dass wir uns wieder fangen. Und ja, da, wenn du dann in einem Tief bist, da haben wir, weiß nicht, 10 Spiele oder was hintereinander verloren. Und das ist halt schwer, dass man da rauskommt. Und ja, wir haben es nicht wirklich geschafft. Wir haben jetzt natürlich nicht jedes Spiel komplett runtergeladen und richtig schlecht gespielt, aber wir haben schon unsere guten Spiele gehabt, aber dann am Schluss hat es eben nicht gereicht, dass wir nur das eine Tor schießen oder das eine Tor noch verhindern, dass wir eben die 3 Punkte holen. Und das hat uns dann eben, ja, unter den Strich gebracht und ja. Es gibt viele Wendepunkte in der Saison der Moser Medical Glatzel in den Niners, wo ich auch mit dir dann ein wenig darüber plaudern möchte, weil du aber gesagt hast, in der Preseason hat schon begonnen mit zumindest diesem Gefühl, wo geht das hin, wie wichtig ist für dich Preseason Hockey, wie sehr spürt man da wirklich schon, was bevorstehen könnte? Weil aus meiner Perspektive, wir beachten seit Jahren Preseason Hockey mit einem halben Auge, weil halt so viel experimentiert wird und eben auch auf schlechte Preseasons oder viele Niederlagen dann ein normaler Liga-Alltag folgen kann. Aber war das für dich in der Vorbereitung am Eis schon spürbar? Irgendwie ist das noch nicht das 99ers Hockey, das wir spielen können? Nein, nicht wirklich, weil die Preseason oder die Mannschaft ganz neu beieinander, alle Spieler. Man kennt jetzt den anderen noch nicht allzu besonders am Eis. Und für das sind die Spieler eben da, dass man zusammenfindet und dass jeder mit dem System klarkommt. Ja, dass der Trainer dann auch weiß, was er von jedem Spieler kriegt. Und ja, also da habe ich mir noch nicht gedacht, dass wir wirklich am letzten Platz enden werden. Es ist dann richtig gut losgegangen und hat dann auch in eine Siegesserie gemündet, wo die 99ers de facto über 1,5 Monate, warum das so lange war, kommen wir dann auch noch dazu, unbesiegt waren. Ab wann stellt sich da so eine gewisse, vielleicht auch, oder wie gehst du mit solchen Siegesserien um? Ist das cool? Wir gewinnen jetzt oder wird da mit jedem Sieg dann schon auch die Brust ein wenig breiter? Na, nicht wirklich. Also, es ist natürlich cool, aber man muss trotzdem am Boden bleiben. Und dann, wenn man Erster ist, ist man da verfolgt. Also, jeder mag Erster werden. Und also, da muss man eigentlich nur mehr extra Gas geben. Inmitten dieser 6 Spiele während der Siegesserie kam ein Corona-Ausbruch bei den 99ers. Es hat dann über kurz oder lang die komplette Liga getroffen, nur der bei den 99ers, soweit das damals auch mit Parker McKay, der auch schon bei Hockey O'Clock zu Gast war, besprechen konnte, dürfte es sehr schnell, sehr rasch große Teile der Mannschaft getroffen haben. Wie hast du diesen Covid-19-Ausbruch im Team miterlebt? Ja, das war eigentlich ein Wahnsinn. Da, auf einmal war das da und wirklich jeder von uns oder so gut wie jeder hat es gehabt. Und das war am Spieltag haben wir dann nur Tests gehabt und da auf einmal war die halbe Mannschaft positiv auf den Schnelltest. Und dann so, ja, okay, heute wird nicht gespielt. Und dann am nächsten Tag sind wir nur mehr alle getestet worden. Und dann ist rausgekommen, dass eigentlich nur viel mehr positiv sind. Und das war dann so, wow. Mich selber hat es auch, oder ich war auch betroffen davon. Und ich war in der Früh noch so, ja, nein, ich spüre eigentlich nichts und vielleicht ein bisschen ein Schnupfen und ein Husten, aber sonst geht es mir gut. Und dann war ich positiv am nächsten Tag und dann so, wow. Also war es eher überraschend für mich. Jetzt sind die 99ers als erste dann von vielen Mannschaften sehr stark davon betroffen.
aber dann auch wieder die ersten, die beim quasi Restart der Liga dann aufzeigen durften. Das war beim ersten Ligaspiel seit über 3 Wochen gegen den VSV. Wie hast du diese 3 Wochen zwischen Ausbruch und dann dem ersten Spiel, wie waren die für dich? Wie war Heimquarantäne und daheim sein müssen? Mühsam. Es ist nicht leicht, dass man, oder wenn man in der Wohnung quasi eingesperrt ist, nicht einmal einkaufen oder spazieren gehen kann. Aber man gewohnt sich dann dran. Oder so war es bei mir auf jeden Fall. Dann noch 5 Tage oder so, da war es schon dann Alltag. Da war es dann ganz normal. Und am Schluss hin war es natürlich dann wieder schön, wenn man weiß, so, ja, in 2 Tagen darf ich endlich wieder rausgehen, da darf ich wieder in die Halle, können wir aufs Eis gehen oder einfach nur spazieren gehen oder einkaufen. Man ist nicht mehr abhängig von irgendeinem Freund, der für uns einkaufen gegangen ist, weil wir waren ja überhaupt nicht vorbereitet auf das. Jetzt geht's zurück aufs Eis. War das dann für dich auch so, dass es gleich wieder nicht zur alten Form zurückging, aber hast du dich wohlgefühlt? Weil es gibt ja bei vielen, gerade auch Spitzensportlern, Athleten, nachdem es ja im Endeffekt eine Lungenkrankheit ist, dann schon noch ein Zeitl, wo man die Coronavirus-Krankheit dann auch spürt. Wie war das bei dir? Wir haben uns alle testen lassen natürlich, ob alles passt mit der Lunge, mit dem Herz, ob da es noch fit ist. Und erst wie wir die Ergebnisse dann gehabt haben, sind wir dann wirklich aufs Eis gegangen und haben wieder Vollgas gegeben. Und die ersten paar Trainings waren halt wieder ziemlich hart, weil wenn man weg ist, 2 Wochen vom Eis, dann merkt man das natürlich. Jetzt geht's zurück aufs Eis, jetzt geht's zu diesem Restart. Das war eben der 11. November, das war der 8. November gegen Villach. Auch der wird erfolgreich bestritten. Es sind dann tatsächlich noch einmal 5 der nächsten 6 Spiele gewonnen worden und dann kam diese Niederlagenserie. Natürlich ist das etwas, das Medienleute gerne untersuchen und sich auf die Suche nach Wendepunkten begeben oder vielleicht auch einem Bruch. Aber wie erklärst du dir, dass die Mannschaft, die vorher so extrem erfolgreiches Eishockey gespielt hat, auf einmal in diese Niederlagenserie hineinstolpert? Ja, ist schwer zu sagen. Weil wir haben ja jetzt nichts geändert am System oder so. Das passiert natürlich, dass man mal ein paar Spiele hintereinander verliert, aber dass das dann so ausartet und dass das so viel werden, ist halt dann extrem schwer, dass man da rauskommt. Und wir haben davor eher, wie sagt man, gegen die unteren Mannschaften gespielt. Und dann sind auf einmal die Kaliber dahergekommen wie Salzburg, Wien. Und da hat man halt dann auch gemerkt, so, ja, okay, die fahren schon nur ein anderes Programm. Und dann ist ziemlich schnell nach unten gegangen. Es war eine Zeit gewesen, in der in Graz auch viel passiert ist. Parker McKay hat sich verletzt, hat dann nach der x-ten Gehirnerschütterung seiner Karriere dann auch die Karriere beendet. Generell auch viel Umbruch, immer wieder im Kader gewesen. Wie bist du mit diesem Kommen und Gehen umgegangen? Ja, ich habe es ganz gut gefunden, wie ein paar Spieler gekommen sind und uns sehr gut unterstützt haben. So wie der Rodrigue zum Beispiel, der war ein Wahnsinns-Goalie oder ist ein Wahnsinns-Goalie und der hat uns sehr geholfen. Und dann, wenn die NHL anruft, dann ist das natürlich, dann ist der sofort im nächsten Flieger. Aber ich muss sagen, wir waren wirklich froh, dass er da war und
Das war eben nicht nur er, der Rasmussen war genauso. Und die haben uns gut unterstützt. Also es war echt gut. Ich möchte nochmal auf diese Niederlagenserie auch zu sprechen kommen. Es waren 8 in Serie, 11 von 12 Spielen, die insgesamt verloren gegangen sind. Jetzt ist es klar, dass es im Eishockey am Ende des Tages beim Profisport natürlich ums Gewinnen geht, beziehungsweise wenn nicht gewonnen wird, dass Konsequenzen gezogen werden müssen, was dann letztlich auch den Kopf von Doug Mason gekostet hat, um es sehr martialisch jetzt auszudrücken. Gab es bei dir so einen Punkt, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt langsam aber sicher so viel, das sind jetzt langsam aber sicher so viele Niederlagen, dass das möglicherweise der Trainer in Gefahr ist? Ja, das hat man schon ein bisschen, oder ich habe mir schon ein bisschen denken können, aber ich denke, er hat jetzt an der Niederlagenserie wenig dafür können, weil immerhin sind wir am Eis und müssen spielen. Aber ja, es war dann auch schon mühsam in die Kabine kommen, weil wir wissen, sobald das nächste Spiel ist wieder wichtig, wir müssen da jetzt endlich einmal gewinnen. Und wenn du das schon im Kopf hast, dann ist da immer ein bisschen eine Spannung und das spürt man einfach in der Kabine. Gab es da in der Kabine, und jetzt gibt's viele charakterstarke Spieler, bei den 99ers gab es da dann vielleicht auch mal ein Players Only, wo man sich versucht hat zusammenzuraufen, oder ist versucht worden mit dem Trainer, sich da aus dieser Krise zu ziehen, oder gab es da andere Maßnahmen, die ihr als Mannschaft versucht habt zu setzen? Na, beides. Also natürlich nach dem 10-2 schon gegen Salzburg haben wir gleich, wie wir heimgekommen sind, haben wir noch ein Meeting gehabt. Und ja, das eben mit Trainer und ohne Trainer haben wir uns auch zusammengesetzt und gesagt, so, ja Burschen, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen was ändern. Und ja, so war das. Und es waren ja dann auch nach diesem 10-2 zwei knappe Shootout-Niederlagen gegen Wien und gegen Salzburg. Das dürfte in dem Fall auch zumindest, obwohl dann am Ende wieder Niederlage gestanden ist, dennoch gefruchtet haben. Wo ist da deine Rolle bei so einem Players-Only-Meeting? Wo versuchst du da, dich aktiv daran zu beteiligen? Oder bist du da jemand, der erst einschreitet, wenn er das Gefühl hat, so, jetzt braucht es einen Erik Hirschläger? Ja, ich bin eher ein ruhiger Typ in der Kabine und wir haben gute Leader gehabt in der Mannschaft und die haben schon die richtigen Worte gefunden. Weil du das ansprichst, du bist eher ein ruhiger Typ in der Kabine. Da hat mich eine kleine Geschichte erreicht von einem ehemaligen Weggefährten, die ich ganz gerne mit dir gemeinsam anhören würde. Erik Hirschläger, meine Story über Erik Hirschläger. Zuerst einmal muss ich euch alle sagen, der Erik ist ja ein Eigenbauspieler aus Linz und ich habe im Fortlauf meiner Linz-Zeit ja natürlich kennenlernen dürfen, wie er zu uns gestoßen ist in der ersten Mannschaft. Und ich glaube, alle da draußen, die den Erik kennen, die kennen das Teil mit mir, dass er ein sehr introvertierter Typ ist und eher wenig von sich gibt am täglichen Business. Nicht unbedingt der Lauter in der Kabine ist, gerade im Gegenteil, vielleicht oftmals merkst du ihn gar nicht. Ja, und somit komme ich zu meiner Story, um nicht lange um einen heißen Brei zu reden. Da hat es dann den einen Trip gegeben, einen Mannschaftstrip nach München. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das Oktoberfest war, was wir organisiert haben, oder ob es einfach ein Trip war nach München nach der Saison. Wo wir halt als Mannschaft ein bisschen was unternehmen und ein bisschen eine Gaude haben. Vielleicht das eine Bierchen oder das andere trinken oder die auch ein paar mehr. Es ist eigentlich sehr viel ums Soziale gegangen und ums Bier trinken, wenn ich jetzt ehrlich sagen darf. Und schlussendlich, ja, haben wir uns durchgekämpft von Biergartel zu Biergartel. Und ja, schlussendlich sind wir im Hofbräuhaus gelandet und der Erik sitzt auf einmal dort und
Ich glaube, ich habe hasse drei Wörter gehört von Herm in der ganzen Saison und auf einmal schaut er um zu mir mit einem Maus in der Hand und sagt, was ist mit dir, Phil? Wirst du eins austrinken oder was? Und mir hat das natürlich nur ein Schmunzeln gekostet, weil ich das super gefunden habe, dass der Erik endlich aus der Haut gegangen ist und ja, sie dort, sage ich mal, vielleicht sogar ein bisschen übernommen hat, aber ich habe das sehr, sehr witzig empfunden. Und wie der Abend dann sein Ende gefunden hat, muss ich jetzt nicht unbedingt schildern. Ich glaube, wenn ich diese Story über ihn erzähle, dann kann er sich sicher gern daran erinnern. Aber es ist so ein bisschen das erste Mal, wo ich einen Kontrast gesehen habe im Erik, dieser wohlerzogene, nette Bub, der wirklich so gut wie gar nichts falsch macht und gar nichts redet, scheint auf einmal im Hofbräuhaus und hat ein großes Lippal mir gegenüber und das war sehr, sehr witzig. Das Ganze aus dem Mund von Blackwings Legende und Kapitän Phil Lucas. Ich habe ihn extra gebeten, eine Geschichte vielleicht auch abseits des Eises auszupacken, weil wir auch sehr viel dein On-Ice-Verhalten auch immer wieder im Zwiegespräch thematisiert hatten über die Saison und er da in den höchsten Tönen auch von deiner Entwicklung gesprochen hat hin zur wahrscheinlich positivsten oder einer der positivsten Verteidigererscheinungen in Österreich aktuell. Zu dieser Geschichte, an wie viel von dem Abend kannst du dich denn tatsächlich noch erinnern? Ja, nicht mehr allzu viel. Ich weiß, dass wir dort waren. Also, und das lustig war. Das weiß ich noch. Und ja, da habe ich mich wirklich übernommen. Aber seither ist es auch möglich, ohne Alkohol, dass du, wie Phyllis gesagt hat, mehr als drei Worte rauskommst, dürfte dem Vernehmer nach auch in Graz dieses Jahr ein paar Mal passiert sein. Ja, natürlich. In Linz war halt wirklich der Junge in der Kabine und da bin ich dann eher schon so, ich weiß nicht, ich mag jetzt nicht irgendwie ungut auffallen, ich bleibe jetzt einfach ruhig und ich halte meine Klappe. Und ja. Aber wo kommt dann dieser Punkt, wo genau dieses, ich glaube, ich halte jetzt meine Klappe, hin zu, ich glaube, ich sollte jetzt was sagen, wechselt? Wo war der bei dir? Keine Ahnung, das hat sich einfach ergeben. Oder ich weiß nicht, irgendwie dann hat es vielleicht damit zum Tor gehabt, dass ich dann ein anderer Teil von der Mannschaft oder zum anderen Teil gehört, obwohl ich dann nicht mehr der Junge war und nur mehr wir Jungen quasi beieinander, sondern dann eben zu alle. Aber ich weiß nicht, ob das eben nur bei mir so war, aber ich habe jetzt nicht wirklich gewusst, was ich mit den Elternspielern reden soll. Jetzt habe ich mit Phil Lucas eben auch schon ein paar Mal über dich und deine Entwicklung gesprochen. Ich glaube, der Stein des Anstoßes war rund um die Novemberpartien, die wir bei Puls 24 mit den Moser Medical Graz Centinainers und deren Beteiligung übertragen durften, dass ich irgendwann in der Vorbereitung erst gedacht habe, die Ligastatistik ist ein Fehler, weil du deine spielerische Qualität unbenommen, weil du, glaube ich, plus 20 in der Plus-Minus-Wertung hattest. Und das war so ein irrsinnig hoher Wert, dass man gedacht hat, verdammt, ist das möglich? Und dann habe ich nachgeschaut und nachrecherchiert und es war tatsächlich möglich. Also du hattest rein zahlenmäßig außerirdisches Eishockey gespielt, warst bei so viel mehr Treffern der eigenen Mannschaft auf dem Eis als bei des Gegners Toren. Du hast die Saison dann auch noch mit starken Plus 14 beendet, obwohl die 99ers vor allem in der zweiten Saisonhälfte nicht allzu viel zu jubeln hatten. Merkt man das, wenn es statistisch gut läuft, oder ist das eine Randerscheinung? Achtest du auf sowas? Nein, nicht wirklich. Das ergibt sich mehr oder weniger. Ich habe ein gutes Gefühl gehabt, das Ganze eigentlich so für mich persönlich. Ich habe mich wohl gefühlt am Eis.
habe gewusst, wann ich jetzt die Scheiben spielen soll, wann ich selber fahren soll, wie in das Battle einige und so. Ich habe mich wirklich gut gefühlt. Und dann hat sich das halt ergeben, dass ich auf einmal plus 20 war. Meine Frage zielt doch deswegen darauf ab, weil dein Heimatverein, die damals Black Wings Linz waren und sind und es dich dann aber nach Graz verschlagen hat. Wie ist dieser Tapetenwechsel, und das ist ja dann nicht nur Teamwechsel, sondern auch Wohnortwechsel, und Linz und Salzburg, das ist jetzt auch nicht gerade, Linz und Graz natürlich, ist jetzt auch nicht um die Ecke. Wie ist es dazu gekommen? Ja, mir hat Doug Mason auf einmal angerufen und gesagt so, ja, wie schaut's aus, hast du einen Vertrag? Er ist eben interessiert. Und es hat mich halt irrsinnig gefreut, weil das war das erste Mal für mich. Und ja, so hat das angefangen, dann haben wir öfter telefoniert und ja, dann habe ich den Schritt gewagt. Adis Allergic, dein Teamkollege, hat in einem Interview auch im vergangenen Herbst gesagt, man ist beim Heimatverein weniger wert als anderswo, und hat damit auf den VSV abgezielt, der ihm vielleicht nicht die Chancen eingeräumt hat, die er woanders vorgefunden hat. Hast du dieses Gefühl auch gehabt, woanders oder jetzt in Graz, so deppert sich das auch anhören mag, mehr wert zu sein als in Linz? Ja, das muss ich schon sagen. Ich bin wirklich als Junger nach Graz gegangen und habe dann gleich eine ganz andere Rolle gehabt in der Mannschaft. Und obwohl ich genau der gleiche Spieler war. Ich habe ja jetzt über den Sommer nicht auf einmal mehr kennen wie am Ende von der Saison. Hast du, oder wie hast du die letzten Monate und vielleicht auch Jahre mitverfolgt, wie in Linz sich der Eishockeysport entwickelt hat? Bitte nochmal. Wie hast du die letzten Monate und vielleicht auch Jahre mitverfolgt, wie sich in Linz der Eishockeysport entwickelt hat, gerade was sich seit vergangenem Frühjahr dort alles ereignet hat? Kann man vorstellen, dass es mit Familie und Freunden ja immer noch viele Bezugspunkte zu Eishockey in Oberösterreich geben wird? Ja, sicher. Ich finde es extrem schade, dass das so geworden ist, wie es jetzt ist, weil es ist ein super Verein mit super Fans, also eine super Unterstützung, und dass man das dann riskiert, verstehe ich nicht ganz. Also ich finde es echt schade einfach. Weil du die Fankomponente angesprochen hast, und das trifft ja alle Spieler, alle Berichterstatter gleichermaßen in leeren Hallen, vor leeren Rängen mit künstlichem Trommelsound aus den Boxen zu spielen. Wie war dieses Gefühl für dich persönlich in der abgelaufenen Saison? Ja, nicht so einfach. Also die Fans, die Fanshow, muss man sagen. Am Anfang haben wir ja nur ohne irgendwelche Soundeffekte gespielt, und das ist dann wirklich besser geworden, wo es das dann eingespielt hat, wenn man dann ein bisschen das Gefühl hat, dass eigentlich schon wer zuschaut und man nicht nur eine Trainingspartie hat. Jetzt hast du angesprochen, wie du von Doug Mason rekrutiert worden bist, er dich nach Graz gelotst hat, und rund um Weihnachten, ich glaube sogar am 26. Dezember wird für die Eishockey-Welt publik, Doug Mason ist nicht mehr Trainer der Moser Medical Graz Centenaren. Also es geht die erfolgreichste Zeit eines Trainers in der Graz-Historie zu Ende. Wie hast du davon erfahren, dass Doug Mason nicht mehr Trainer ist? Das war ganz witzig. Also wir haben das eher über Facebook und ja, Social Media mitgekriegt, und muss ich sagen, leider nicht vom Verein selber mitgeteilt. Was war deine Reaktion drauf? Ja, es war nicht mehr allzu überraschend. Man hat schon ein bisschen Kummer gesehen. Und ja, also jetzt bin ich der Meinung, dass man irgend sowas
probieren hat müssen, dass man wirklich so probiert, dass man einfach wieder auf die Siegerstraße findet. Aber andererseits ist es halt schade, weil ich denke, der Trainer, ja, der kann jetzt nicht wirklich was dafür, wie wir draußen performen. Also er kann das System zurechtrucken, aber ob wir jetzt den Schuss noch blocken oder das Tor noch schießen, das kann halt er von der Bank nicht machen. Jetzt gibt es so viele Medienfloskeln, die immer wieder kommen. Eine der bekannteren ist, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr, wenn es nicht läuft und man keine Erklärung hat. Gibt es sowas, dass ein Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht? Und war das vielleicht auch bei Doug Mason der Fall oder ist diese Floskel kompletter Blödsinn? Na, also am Schluss, oder wie wir da jetzt 5 Spiele verloren haben hintereinander und dann auf einmal hat man es so ein bisschen aufs System geschoben, dass das jetzt nicht mehr passt. Wir müssen das da richten und da noch hinten ein bisschen was. Und das ist ja meiner Meinung nach ein Blödsinn, weil einen Monat davor hat alles noch funktioniert. Und dann, wenn man auf einmal alles ändert, dann keiner kennt sich mehr wirklich aus und dann ist ein komplettes Chaos in der Mannschaft. Jetzt hat mit Jens Gustafsson der Assistant Coach übernommen und hat dann sehr rasch Unterstützung von Patrick Harand bekommen, der bis dato im Jugendbereich in Graz verantwortlich war. Wie oder was hat sich unter der Ägide Gustafsson Harand geändert? Ja, wir haben natürlich was am System geändert, so wie der Jens das haben möchte und auch wahrscheinlich schon haben wollte mit dem Tag, aber das ist ja das auch zwischen denen. Da hat sich was geändert und mit dem Harand hat dann das Trockentraining angefangen und das, da muss ich sagen, weil ich echt ein Fan davon, weil dass man wirklich Woche für Woche oder Spiel für Spiel dieselbe Leistung bringen kann, muss man körperlich fit bleiben und das geht nicht ohne Krafttraining. Ist das auch was, dass du, weil es offenbar bis zu Patrick Harand nicht gemacht worden ist oder vielleicht nicht von allen oder vernachlässigt worden, ist etwas, wo du den Verein und auch die Spieler in die Verantwortung nimmst, zu sagen, nächstes Jahr muss das anders sein? Also ich bin der Meinung, jeder Spieler muss wissen, was er braucht und was wichtig ist. Aber oft kommt es auch natürlich vor, dass man dann eher in der Kabine hocken bleibt und nur einen Kaffee trinkt und tratscht mit den anderen und jetzt eben nicht in die Kraftkammer geht und sich nur aufs Rad setzt oder ein paar Kniebeugen macht vom Training. Und einerseits ist es super, wenn das der Verein vorgibt, dass wirklich jeder was machen muss, aber andererseits hemmt es auch die anderen Spieler, die sowieso was machen würden. Und weil man dann nicht mehr das eigene Programm machen kann. Jetzt gab es auch um den Jahreswechsel herum wieder neue Gesichter in Graz mit Michael Schichel, eine veritable Kampfsau eingekauft worden. Es ist dann immer wieder, zwar nicht mehr ganz so lange wie davor, auf und ab gegangen. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, puh, das Unterfangen Top 5, das wird langsam aber sicher ein ganz schwieriges? Ja, das war ziemlich früh schon, muss ich sagen. Das war schon ein bisschen, ja, man hat das ein bisschen gespürt, weil der Hund einfach drinnen war. Und ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich sagen. Ja. Jetzt stellst du dich auf diese Knochenmühle namens Qualifikationsrunde ein. Man weiß, 10 Spiele sind
sind dazu da jetzt, um sich noch in die Playoffs zu retten und zumindest den ersten Teilerfolg der Saison zu verbuchen. Und dann gibt es aber für eine Mannschaft wie die Grazer, die das wahrscheinlich gebraucht hätten, auf einmal keine Länderspielpause, sondern es wird gleich weitergespielt nach Ende des Grunddurchgangs Phase 1. War das vielleicht auch, oder wie wichtig wäre vielleicht so eine Woche Pause gewesen, um mal den Reset-Knopf vollständig zu drücken? Ja, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, aber das ist ja trotzdem für alle Mannschaften gleich. Also von dem her macht es jetzt keinen Unterschied. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum wir es nicht mehr geschafft haben. Wenn du es versuchst zu analysieren, du hast gesagt, der Hund ist drinnen und das ist dann wahrscheinlich schwer mit den spielerischen Elementen oder Mitteln zu beschreiben. Aber wenn du jetzt isoliert diese Qualifikationsrunde betrachtest, woran ist man letztlich gescheitert? Woran hat es gemangelt? Ja, an allem ein bisschen. Also wir haben dann uns sehr auf die defensive Zone konzentriert und haben dann vergessen zum Tore schießen und dann wieder umgekehrt. Also das, ja, es hat eben überall ein bisschen gefällt. Dieses letzte Spiel, das für euch nicht mehr relevant war gegen die Linzer, die ja, eine Shootout-Niederlage von Villach davon entfernt waren, in den Playoffs zu stehen. Wirst du das miterlebt? Einerseits, wie geht man in so ein Spiel rein, wo man weiß, es geht in Anführungszeichen um die goldene Ananas und wirst du dann von deinem Ex-Team in deiner neuen oder an deiner neuen Wirkungsstätte dieses Zittern miterlebt? Ja, wir haben eben gewusst, es geht um nichts mehr. Aber ja, lass uns Spaß haben. Wir wissen, das ist jetzt die letzte Partie und es steht ein langer Sommer bevor. Also ja, haben wir nochmal Spaß da draußen, zeigen wir unser Bestes und ja. Hast du das mitbekommen, wie die Linzer in der gegenüberliegenden Kabine irgendwie zwischen Hoffen und Bangen waren? Hast du da die Entscheidung auch mitverfolgt oder bist du nach dem Spiel in die Kabine, hast du gedacht, okay, das war es jetzt, Zeit, den Locker auszuräumen. Überspitzt formuliert. Nein, wir haben uns das Ende vom Spiel nur angeschaut, von Villach. Aber natürlich sehr unparteiisch. Ich hätte es beide Mannschaften vergönnt, dass sie es schaffen. Jetzt geht es in die Offseason, die für die 99ers und natürlich die Fans der 99ers eine viel zu lange ist, wo auch schon erste Personalentscheidungen getroffen worden sind. Jens Gustafsson wird auch in der Saison 2021-22 der Head Coach bleiben. Inwieweit sind deine Zukunftsweichen schon gestellt? Hast du dir da schon drüber Gedanken gemacht oder ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, darüber nachzudenken? Ja, nicht wirklich. Also es ist ein langer Sommer und ich lasse auf mich zukommen. Das ist nämlich auch ein Interview dieser Tage von Blackwings-Manager Gregor Baumgartner publik geworden, wo er gesagt hat, irgendwann muss man dann auch die Eigenbauspieler wieder zurückholen. Da hat er explizit dich und Lukas Haudum genannt. Für dich vorstellbar, auch wieder in Linz zu spielen? Ja, ich schließe wirklich gar nichts aus. Mir gefällt es in Linz, ich bin dort aufgewachsen und ja, warum nicht? Das lassen wir genau so stehen. Ich sage vielen lieben Dank, dass du so lange und so ausführlich die Zeit genommen hast, über die Saison der 99ers zu plaudern. Ja, super, danke, hat mich gefallen. Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockeyfan für Hockeyfans. Darum, habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner? Jederzeit her damit. hockeyoclock101@gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. Hockey O'Clock 101
@gmail.com. Und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, der beliebte Teil 3, Teil 3 in Serie. Auch für Puls 24 Eishockey-Experte Phil Lukas. Vor zwei Wochen, Phil, durften wir mit Mike Usos gemeinsam über sein Karriereende plaudern. Vergangene Woche ein wenig über Linz und die Halbfinalserien und auch eine Laudatio auf Thomas Koch halten. Jetzt am Kar-Samstag, obwohl das Gespräch erst am Dienstag rauskommen wird und uns quasi ein Semifinalspieltag leider entgehen wird. Das bedeutet, wir können nicht wirklich prognostizieren, was dann am Montag passiert sein wird. Nichtsdestotrotz lohnt es sich immer mit dir über Eishockey zu sprechen. Danke einmal mehr, dass du die Zeit dafür nimmst. Ich freue mich immer, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Und ja, legen wir los. Phil, die Partie heute hat die Verlängerung der Halbfinalserie gebracht. Red Bull Salzburg hat den erstmaligen Sweep in einer Playoff-Serie in der Vereinsgeschichte abgewendet. Was war heute aus Salzburger Sicht ausschlaggebend? Ich glaube, sie haben ihre Laufbereitschaft definitiv verbessern können, vor allem zu Spiel 3, in der sie meiner Meinung nach in Sachen Intensität, Laufbereitschaft und überhaupt von der ganzen Energie im Spiel nicht haben matchen können mit der von Seiten der Klagenfurter. Und ich glaube, das war mal der wichtigste Schritt, den sie haben machen müssen, um heute zum Erfolg zu kommen. Den haben sie geschafft. War das pretty? War das smooth? Nein, nicht unbedingt, aber es war einfach wichtig und das haben sie auch im Vorfeld so in den Interviews auch angesprochen. Sie müssen jetzt sich alles erarbeiten und sind an einem Punkt angekommen. Jetzt wird es nicht schön. Jetzt müssen wir die Arbeitshandschuhe anziehen und müssen wir an die Arbeit gehen und das eine oder andere vielleicht sogar erzwingen oder uns erkämpfen. Und das ist ja vielleicht nicht unbedingt das Erste, an was man denkt, wenn man an eine so stark besetzte Salzburger Mannschaft denkt, die mit Skill nur so überfüllt ist. Aber das war heute das Wichtigste auf ihrem Plan und das haben sie definitiv verbessern können, umsetzen können und deswegen, glaube ich, sind sie dann am Ende auch erfolgreich gewesen. Wenn man sich jetzt diese Halbfinalserie ansieht, das wird tatsächlich in 48 Stunden oder alle 48 Stunden ein Spiel durchgepeitscht. Du kriegst am Gründonnerstag so eine massive Abfuhr in Klagenfurt. Der Ex-Equo nach Tordifferenz, höchste Sieg Klagenfurts über Salzburg. Was kann in diesen 48 Stunden überhaupt noch passieren? Körperlich eh nichts außer regenerieren. Spielt das alles sich in der Psyche ab? Ja, viel. Viel. Ich meine, lassen wir es einmal auf der Zunge zergehen. 4 Spiele in 7 Tagen ist nicht wenig. Ja, also was heißt nicht wenig? Das ist schon ein Programm, das hinterlässt dann schon auch Spuren physisch. Aber trotzdem, unser Köpfchen kontrolliert dann doch alles. Ja. Wenn wir uns ständig irgendwo, wenn wir diesen Gedanken in den Vordergrund kommen lassen, dass wir erschöpft sind oder dass wir niedergeschlagen sind, dann wird man das wahrscheinlich auch sein. Und das muss man eigentlich, das ist dieses Spiel in den Playoffs und das macht sie auch so intensiv, einfach diese Gedanken oder diese Gefühle, die du ständig hast, diese Emotionen, dieses Wellenbad ständig, einmal ist es positiv, dann ist es negativ. Und nach einem 0-6 ist das halt relativ erwatschen gewesen und relativ negativ. Dann muss man gegen das ankämpfen, gegen diese Stimmen, die man ständig hört oder gegen dieses Gefühl, was man auch körperlich dann empfindet, die Beine werden ja nicht unbedingt leichter, wenn man gerade ein 0-6 ausgefasst hat, das muss man ständig irgendwie lernen, schnell wie möglich zu kontrollieren, beiseite zu lassen und einfach im Moment zu bleiben und nach vorne zu schauen, ja, aber das nächste Spiel, Spiel 4, fängt bei 0 an. Und es ist egal, wie weit ich jetzt in der Serie im Rückstand bin, Ziel muss sein, mein nächster Wechsel, der erste Wechsel des Spiels. Ziel muss sein, nach diesen nächsten 60 Minuten müssen wir als Sieger vom Eis gehen. Und so muss man einfach in kleinen Bausteinen denken und dann fällt das einfacher, im Moment zu bleiben. Das hat Salzburg geschafft, da steht am Ende ein Sieg. Was hat bei Klagenfurt heute gefehlt? Die Disziplin. Ich halte daran fest,
ich wiederhole mich jetzt wieder, 4 Spiele in 7 Tagen, das ist ein immenses Pensum in allen Belangen, was die Athleten abrufen müssen. Ich hasse es, dich zu unterbrechen, aber es sind 4 in 6 Tagen. Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Und dann sind es halt dann 5 in 8 am Montag. Und danke, dass du mich da korrigierst, weil ich glaube, dann brauche ich nicht weiterreden, wie viel da abverlangt wird. Physisch, psychisch, in allen Belangen. Ja? Und man muss immer wieder Leistung bringen. Und Klagenfurt hat sich heute in eine Position gebracht, wo sie gezwungen waren, viel Energie am Eis liegen zu lassen für Unterzahlsituationen, die sie größtenteils wirklich sehr, sehr gut gemeistert haben. Aber man hat es am Ende dann auch schon gesehen, dass ein 100 Pfund irrsinnig viel Eiszeit gehabt hat am Ende des Spiels, weil er immer wieder arbeiten hat müssen. Und das hat er ausgezeichnet gemacht. Nicht nur er, aber die meisten der Klagenfurter Spieler, die in Unterzahl zum Einsatz gekommen sind. Er ist jetzt nur als erster in mein Gedächtnis gekommen, weil er ja auch offensiv Chancen kreiert hat in Unterzahl. Aber nichtsdestotrotz waren sie heute zu viel mit einem Mann weniger am Eis. Und das hat sie einfach Energie gekostet und vielleicht sogar um den Sieg gebracht heute. Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum sie nicht erfolgreich waren heute. Wir versuchen natürlich, wenn wir das Gespräch über die aktuelle sportliche Ausgangslage nicht wirklich aktuell halten können, das Ganze so relevant als möglich für die Hörerinnen und Hörer zu gestalten und möchte da auch einen Begriff ins Zentrum setzen, der dir sehr am Herzen liegt, der bei deinen Kommentaren und kurioserweise auch bei Tom Pokel, der im ersten Teil dieser Ausgabe von Hockey O'Clock steht, zum Einsatz kommt, nämlich der Terminus technicus Energie. Was bedeutet für dich Energie im Eishockey? Wir könnten wahrscheinlich stundenlang drüber reden, aber lass es uns zumindest für die nächsten paar Minuten machen. Energie ist Bereitschaft, Laufbereitschaft, Intensität in den Zweikämpfen, Intensität bei den Face-Offs. Energie ist auch Stick Battles ist das ein englisches Wort, aber man kann ja in einem Zweikampf involviert sein, aber man kann immer wieder einen weichen Schläger, sage ich mal, haben, wo man leicht zu überwältigen ist als Gegenspieler. Energie ist so ein breiter Ausdruck, aber Energie ist etwas, man kann es so vergleichen, wenn die Stadien voll sind, dann spüren ja wir Energie. Ich bin oftmals in den verbalen Austausch gekommen, in meiner aktiven Karriere und habe viel mit Fans über Eishockey gesprochen, über unsere Spiele, auch nach der Saison. Fans erkennen Energie am Eis. Fans erkennen Momentum zum Beispiel ist auch Energie, das ja immer wieder umschlägt, einmal auf dieser Seite und man muss es wieder zurückgewinnen, indem dass man Energie erzwingt, Energie aufs Eis bringt und es ist ja etwas, was spürbar ist, was sichtbar ist. Und ich wollte mich gerade fragen, du nimmst mal die Frage eigentlich aus dem Mund, ist Energie sichtbar oder spürbar oder beides? Beides. Immer? Ja, wenn man ein bisschen die Materie versteht, nicht einmal das, man braucht die Materie gar nicht einmal so großartig verstehen, aber man sieht, wenn die Laufbereitschaft da ist, man sieht, wenn Intensität in den Zweikämpfen da ist. Und das eine füttert ja das andere, wenn wir jetzt die Fans mit ins Spiel bringen, wenn die Fans das sehen, dann baut sich ja da auch eine Energie im Publikum auf und das eine füttert dann das andere. Also Energie ist ein extrem breiter Begriff, der leichter zu spüren und zu sehen ist, als er erklärbar ist. Wie verhält sich das in Spielsituationen beziehungsweise von Spiel zu Spiel? Ist Energie auch etwas, das man mitziehen kann? Mein klassischer Fall wäre wahrscheinlich die Winstreak. Muss man sich das immer neu verdienen oder zieht Energie über eine 3, 4, 5, 6, 7 Spiele während der Siegesserie auch mit? Also meiner Meinung nach ist, und das versuche ich den Athleten zu vermitteln, mit denen ich zusammenarbeite, Energie ist etwas, was wir selber als Athleten beeinflussen können. Und das ist etwas, das würde sich jeder Trainer wünschen, dass man das immer sieht. Ja? Aber
Nichtsdestotrotz, wir haben auch über die Ansprüche gestellt oder wie anspruchsvoll diese Situation oder diese Serie jetzt auch ist, physisch, psychisch, und dass man da nicht immer bei 100% ist, das ist ja auch irgendwo dann klar. Und trotzdem muss man einen Weg finden, Energie aufs Eis zu bringen, weil das ist ein Grundbaustein zum Erfolg. Ein Grund, weil der Host sagt auch immer, es ist contagious, es ist ansteckend. Wenn du Energie ausstrahlst am Eis mit deinen Handlungen, mit deiner Kommunikation, dann steckst du andere damit an und so wird das dann zu einem Schneeballeffekt und du reißt auf einmal eine ganze Mannschaft mit. Und da braucht es oftmals nicht viel Worte, sondern braucht es einfach mehr diese Taten, und da sind wir wieder beim Thema Leadership. Ja? Und dauert das an über mehrere Spiele? Ja, das kann man als Trainer eigentlich schwer sagen. Kann man es beeinflussen? Ja, vielleicht teilweise mit Worten, aber nein, da geht es um den individuellen Athleten selbst, der sich optimal vorbereitet, damit er dann von der ersten Minute an Energie aufs Eis bringen kann. Ja? Und das fängt bei jedem Spiel neu an. Jetzt nehmen wir an, dass es ein Matchup ist um die Energie. Die Mannschaft, die mehr Energie oder öfters richtige Energie hat, hat dann auch bessere Chancen, das Ganze vielleicht auch für sich zu entscheiden. Was mich bei so Dynamiken in einer Playoff-Serie interessiert, vor allem in langen Playoff-Serien, wo beginnt es mental anstrengend zu werden, was ja auch ein oft unterschätzter Aspekt ist. Ist das von Runde zu Runde anstrengender oder ist in jeder Runde für sich immer klar, der Druck wächst, dementsprechend gebe ich mir die Antwort ja fast selber, aber ist wo in einer Serie, wenn man es jetzt mal isoliert betrachtet, fängt es so wirklich an, mental auch spannend zu werden, wenn man zum dritten Mal in Serie, zum vierten Mal, zum sechsten, zum siebten Mal in Serie am Face-Off-Punkt immer dieselbe, auf gut Deutsch, Visage sieht, immer dieselben Leute, die versuchen, unter die Haut zu gehen. Wo ist dieser Punkt, wo es anfängt, auch mental belastend zu werden? Naja, da gehe ich jetzt nochmal zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es wiederholt, also es ist wie ein Tauziehen. Ja? Und jetzt fängt es halt ein Spiel später wieder an. Und ich möchte jetzt wieder diesen mehr Zentimeter zu mir zubeziehen. Aber ich weiß ganz genau, der Gegner würde es auch. Naja, was für mich nicht gibt, ist die eine Option, jetzt aufzugeben. Ja, und das steht einmal im Vordergrund. Also dieses, ich möchte ein schwieriger Gegenspieler sein und auf keinen Fall irgendwas herschenken. Auf der anderen Seite, hey, wenn ich möchte einen längeren Atem haben. Und das ist einfach the game in the game, sagt man so schön. Ja. Jeder Check hinterlässt Spuren. Jeder Zweikampf, den man verliert oder gewinnt, setzt ein Zeichen. Jeden Schuss, den man aufs Tor bringt, fordert man den Torhüter, dass er einen Save macht oder dass er arbeiten muss und so weiter. Also das ist etwas, das akkumuliert in so einer Serie, und da gewinnt man einfach eine Serie nicht in sechs oder neun Dritteln, sondern da muss man, okay, jetzt haben wir ein Drittel verloren, gehen wir, das nächste, oder den nächsten Shift müssen wir uns holen. Und da wird es dann, natürlich ist das anspruchsvoll, und da wiederhole ich mir jetzt wieder, es ist ganz, ganz wichtig, dass man abhakt und im Moment bleibt und immer wieder nach vorne versucht zu schauen, so schwer das auch manchmal ist, weil Sachen ärgern einen einfach und Sachen hinterlassen einfach Spuren und nehmen da vielleicht kurzfristig auch dieses Selbstvertrauen, und das ist wieder diese Stimme im Kopf oder diese Gedanken, die durch den Kopf gehen, die man einfach dann denen man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken darf, weil man muss ja einfach dann das abhacken und weitergehen. Wenn du dich an deine Playoff-Zeiten zurückerinnerst, an die vielen, auch Dutzenden Serien, die du absolviert hast, welche waren da mental anspruchsvoll? Gibt es da welche, die dir in den Sinn kommen? Also für mich waren die Playoffs mental extrem anspruchsvoll. Ich glaube, ich habe irrsinnig viel Druck auf meine Schultern auch genommen. Für mich persönlich, weil ich hohe Ansprüche auf mich selber gehabt habe. Aber weil ich auch mit der Mannschaft erfolgreich sein wollte. Und das Schwierigste für mich war, runterzukommen zwischen den Aufgaben, zwischen den Spielen. Und
jetzt haben wir schon besprochen, da ist nicht viel Zeit dazwischen. Und wenn dann diese Spannung immer wieder hoch bleibt, dann ist es natürlich, man kann nur die Spannung so lang so hoch halten. Ja, dann gibt es irgendwann einmal ein Loch, wo man da reinfällt und wo man dann vielleicht auch in der Leistung das Ganze sich widerspiegelt. Ja. Und ich glaube, das war mein Hauptproblem, dass dann teilweise auch die Entspannung zu kurz gekommen ist, dass ich damals auch oftmals nicht den Weg gefunden habe, wie kann ich von dem ganzen physischen und psychischen Stress auch Abstand gewinnen und jetzt einfach immer mein Leben leben und trotzdem gesund schlafen und mich erholen, um bestmöglich vorbereitet wieder ins nächste Spiel. Und so reitet man von einer Welle und die Welle wird immer länger und man surft einfach dahin bis zum bitteren Ende. Jetzt bist du ja jemand, der hin und wieder, zumindest wenn wir auch unterwegs sein durften, vielleicht mal bei einem Bier an der Bar hängen bleibt. Du bist jemand, der wahnsinnig nicht gerne Sport betreibt, so zum Ausgleich. Du bist jemand, der auch gerne fischen geht, der sich auch in vielerlei anderer Hinsicht weiterbildet und mit Dingen beschäftigt. Jetzt hast du Spiel, möglicherweise auswärts, Heimfahrt, Morning Skate, Spiel, Heimspiel, Auswärtsfahrt am nächsten Tag, Morning Skate, Spiel. Wo bleibt da Zeit, runterzukommen? Und wie bist du runtergekommen? Ich hab vor allem bei den Auswärtsfahrten sehr viel gelesen. Du hast das gerade angesprochen. Ich habe auch nicht unbedingt die Gespräche so bei Auswärtsfahrten gesucht, sondern das war irgendwo was. Das war jetzt meine Zeit, weil natürlich, solange wir dann zu Hause waren, war natürlich die Zeit für mich sehr wertvoll, dass ich die versucht habe, zumindest mit meiner Familie zu nützen. Wie nützlich ich der Familie da war, das mag ich jetzt einmal dahingestellt lassen, weil dann oftmals das Radl einfach grand ist bei mir und das finde ich teilweise schade, weil das wäre jetzt viel mehr in meinem Hauptaugenmerk, dass ich das hätte meistern können, ja, diese Zeit zwischen den Aufgaben, zwischen den Spielen. Aber wenn ich on the road war, dann habe ich sehr viel Zeit, sage ich mal, mich zurückgezogen, habe versucht, mich abzulenken, eben mit Büchern, viel mit Lesen. Ich habe nie Zeit am iPad verbracht, sondern habe wirklich versucht, meine Gedanken irgendwo anders hinzulenken. War das irgendetwas, wo ich mich fortbilden wollte oder wo ich einfach was gelesen habe, Biografien gelesen habe, wo ich einen Mehrwert drin gesehen habe. Und so war das, da habe ich wahrscheinlich die meiste Zeit damit verbracht, dass ich ein bisschen runterkomme, beziehungsweise mich von dem Ganzen ablenke. Lass uns an diesem Punkt auch mal eine Lanze für die Familien, die von Playoffs betroffen sind, brechen. Viele Frauen, viele Kinder, die über weite Strecken auf ihre Väter, Freunde und dergleichen verzichten müssen. Ist es möglich, gute Playoffs zu spielen ohne funktionierendes familiäres Umfeld? Ja, für die Singles muss das so sein. Na, jetzt Spaß beiseite, aber ich glaube, man braucht ein gesundes, unterstützendes Zuhause, weil das wäre ja noch ein weiterer Faktor, der einen davon ablenkt, sage ich mal, Höchstleistungen zu bringen. Und die braucht es auch in der Zeit des Jahres, wenn man individuell, sage ich mal, über sich hinauswachsen will und der Mannschaft bestmöglich helfen will, zum Erfolg zu kommen. Dementsprechend, ich kann jetzt nur von meiner Warte aus sprechen. Ich habe diese Unterstützung immer von zu Hause, von meiner Frau gehabt und das war für mich sehr, sehr wichtig. Und ich war kein angenehmer Zeitgenosse teilweise, weil die Zeit hat sich nur um mich gedreht damals, weil ich habe der Aufgabe habe ich alles untergeordnet. Wenn ich schlafen muss, dann muss ich schlafen. Wenn ich essen muss, dann muss ich essen. Und dann ist nicht irgendwas essen, sondern dann ist es das, was ich jetzt brauche. Wenn ich jetzt einmal eine Ruhezeit haben will, ob ich die jetzt optimal nütze oder nicht, das ist dahingestellt. Aber wenn ich jetzt mit niemandem reden will und wenn ich kein Gespräch führen will, dann führe ich auch kein Gespräch. Ja? Und das ist nicht
das ist nicht einfach, glaube ich, für einen Partner oder für eine Partnerin, sage ich mal, das immer wieder über Wochen lang teilweise oder vielleicht auch ja, einen Monat, eineinhalb oder was, das Ganze so zu leben und sehr, 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 also meine Frau hat immer sehr, sehr viel gegeben in dieser Zeit. Ja. Und das rechne ich sehr, sehr hoch an. Sie hat gewusst, wie wichtig das ist für mich individuell und für die Organisation, für die Mannschaft, das, und wie wichtig mir das ist. Ja. Und da hat sie mich unterstützt in vollen Zügen und da bin ich sehr happy und dass ich so eine Partnerin habe. Und ja, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für jeden Athleten, dass er in dieser Phase auch wen hat, der da ist, wenn man das will, und nicht da ist, wenn man das will. Jetzt hast du nach ein paar Jahren im Dress der Black Wings das Zeh auf die Brust geschnallt bekommen, wenn man so will. Hast du dich als Kapitän anders auf die Playoffs vorbereitet als zuvor oder war es immer gleich? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich habe mich immer gleich vorbereitet. Und für mich war das immer so, die Regular Season oder Grunddurchgang, und früher hat es vielleicht nicht immer eine Quali oder eine Platzierungsrunde gegeben, aber das war ja immer für mich dieses sogenannte Rehearsal für die Playoffs, ja, wo ich damit gespielt habe, wie bereite ich mich vor einem Spiel, und in den Playoffs ist nichts anders. In den Playoffs, da sitzt die Routine dann und da sitzt es dann, wie ich mich vorbereite, weil dann überlasse ich nichts mehr dem Zufall. Und das war relativ früh in meiner Karriere schon, dass ich so begonnen habe, die Regular Season auch zu nützen, um dann, man will ja in dieser Zeit am Ende des Jahres sein bestes Eishockey spielen, und da gibt es nicht mehr, na, heute mache ich das und nächstes Mal mache ich es vielleicht anders. Nein, das hat es bei mir nicht gegeben. Bei mir war das so, und da hat es eine Routine gegeben und da ist die Eisenbahn drüber gefahren. Und na, sicher muss man mal vielleicht adjusten oder man muss das Ganze vielleicht anpassen, wenn man mal mit dem Bus zu spät zum Stadion kommt oder wie auch immer. Dinge passieren im Eishockey und das ist was anderes, weil dann muss man einfach sich anpassen. Aber sonst, ob ein Zeh auf der Brust oder ob das 15. Spiel oder das Finale 7 ist, nein, die Vorbereitung war immer dieselbe. Nichtsdestotrotz, weil Matthias Tratnik vor ein paar Wochen im Podcast zu Gast war, er gemeint, er hat dann immer Phasen gehabt, wo er sich ganz spezifisch auf die Playoffs vorbereitet. Und jetzt weiß man, dass Matthias Tratnik ein im wahrsten Sinne des Wortes Arbeitstier war. Hast du das dann auch gehabt, dass du gesagt hast, jetzt wird spezifisch ein Drill eingelegt oder etwas gemacht, das mir in den Playoffs helfen wird? Ja, natürlich, schau, für mich war es immer so, dadurch, dass wir eine eisfreie Offseason haben, war für mich immer sehr, sehr schwer, sage ich mal, in die Gänge zu kommen Anfang der Saison. Dann hat man die Preseason und dann kommt man irgendwie so in die erste Phase der Regular Season bis zum ersten IHF-Break, meistens im Beginn November. Diese Phase, so blöd sie das anhört, aber das ist oftmals wie Gewöhnung ans Arbeitsgerät. Ja? Wenn man so lange Eis nicht gesehen hat und erst einmal das Ganze, was man sich in der Offseason auch vom Eis weg erarbeitet hat, muss man erst einmal umsetzen aufs Eis. Zumindest ist mir oftmals so gegangen. Und da war der Fokus natürlich viel mehr aufs Eis in dieser ersten Phase der Saison immer. Und ab November ist es dann oftmals ein bisschen besser geworden, wo dieses Gefühl, mehr Kontrolle am Eis zu haben, besser geworden ist. Und dann ist der Hauptaugenmerk wieder viel mehr auf Off-Ice bei mir gegangen. Ab dieser Novemberpause ist gegangen, okay, passt, das machen wir jetzt, weil jetzt fangen wir wieder an, mehr Hauptaugenmerk neben am Eis auf Off-Ice zu legen. Und so, sage ich einmal, da kann es sein, dass einmal die eine oder andere Woche darunter leidet, aber das war mir dann eigentlich egal. Weil da geht es dann eigentlich, dann denke ich schon, sage ich mal, Richtung Postseason. Richtung Jänner, Februar und dann auch die Postseason. Das ist ja auch etwas, das wir immer wieder durchbesprechen. Und klar, bei Villach, die ein sehr dünnes Line-Up hatten, war es dann augenscheinlich. Aber
darf es passieren, dass eine dieser vier Mannschaften, die jetzt noch im Bewerb verblieben sind, wo alle ein Top-Conditioning haben, jemand müde wird? Oder ist das de facto auszuschließen, weil die alle auf so einem hohen Level sind? Und ist das nur ein Hirngespinst, das wir uns einbilden? Nein, das ist kein Hirngespinst. Bei 5 in 8 kann man schon mal müde werden, Martin. Ja, das ist legitim, gerade wenn man so viel meistert wie ein Thomas 100 Pfund heute. Ja, deswegen spreche ich es an, diese Energie, ich möchte jetzt sagen Verschwendung, aber die hat schon viel aufbringen müssen heute, um diese Situationen zu meistern. Und da kann man schon mal müde sich fühlen. Ja. Und das ist absolut normal. Das hat vielleicht nicht so viel mit Conditioning zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass einige Spieler mehr spielen als andere, wenn es zu solchen Special Teams Matches geht. Umso wichtiger ist es, wenn das Spiel 5 gegen 5 gehalten wird, dass ein Vierlinienkonzept bei diesen vier Mannschaften, die jetzt in den Halbfinale stehen, auch gegeben ist. Ja? Und dass diese auch rotieren, um die notwendige Energie in jedem Spiel aufs Eis zu bringen. Noch zwei Fragen. Eine, die eher kurzfristiger beantwortet wird und eine, die auch deine mittelfristige Planung betrifft. Wenn ihr dir am Sonntag vor 5 Tagen, das wird dann vor 8 Tagen gewesen sein, wenn der Podcast rauskommt, oder 9 Tagen, gesagt hätte, bei Bozen gegen Wien steht es nach 4 Spielen 2-2. Was hättest du mal geantwortet? Na, du liegst falsch. Ich habe geglaubt, Bozen ist 3-1 vorn. Aber wenn ich dir das dort gesagt habe, ich habe dich gefragt, wie wird es dann stehen, du hast gesagt 3-1. Aber wenn ich dir gesagt hätte, du übrigens, Phil, es steht 2-2, was hättest du gesagt? Ja, ich habe keine Ahnung, Martin, siehst du, das hätte ich gesagt. Aber ich wünschte, ich hätte gesagt, es steht 2-2, das hätte ich vielleicht drauf gesagt. Aber wenn ich die Spiele so beobachte und anschaue, ich möchte nicht sagen, ich habe Wien unterschätzt, aber ich habe damals gesagt, dass die Erfahrung von Bozen vielleicht ein bisschen sie zu favorisieren lässt. Vielleicht bin ich da falsch gelegen. Wien ist absolut imstande, Bozen zu biegen. Und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Einmal muss es noch sein, 7 Spiele, ja, nein? Ich sage ja. Ich wünsche mir immer 7 Spiele, egal in welcher Serie, aber es gibt nichts Cooleres als ein 7. Spiel, wenn man weiß, hier heute muss eine Entscheidung fallen. Wie ist es dir mit 7. Spielen gegangen? Ein paar sind dann doch in der Karriere zusammengekommen. War da nochmal extra Nervosität da? Ja, 100%. Ich war ja generell einer, ich habe jetzt vorher schon über eine Anspannung gesprochen in den Playoffs. Ich hab immer Anspannung irgendwo verspürt in den Spielen. Und das ist ja auch eine gewisse Nervosität, die ich immer mit mir getragen habe. Nennen wir es Nervosität, Anspannung, was auch immer. Die für mich aber auch notwendig war, um sie ummünzen zu können in Energie und in gute Leistungen. Ja, das war für mich notwendig. Ich glaube, für mich wäre es an dem Punkt gewesen, das wäre das gewesen, wenn ich das verspürt hätte, dass das nicht mehr da ist, dann hätte ich meine Karriere beenden müssen. Und das war nicht ausschlaggebend für das Ende meiner Karriere. Also das war für mich auch eine gewisse Notwendigkeit. Aber umso wichtiger natürlich das Spiel. Und beim Spiel 7, da weiß man, heute kann nur einer als Sieger vom Eis gehen. Und wenn das nicht wir sind, dann muss man erst einmal lernen, damit umzugehen, weil es geht in die Off-Season. Und das will man einfach um jeden Preis vermeiden. Und das erklärt dann auch natürlich diese vermehrte Anspannung. Wenn es in die Off-Season geht oder ging, und das war ja auch bei dir recht häufig der Fall, dann meistens nur mit einer kurzen Pause, weil das Nationalteam gewartet hat. Jetzt bist du in dieser Rolle, dass du die Saison einerseits als Berichterstatter und Experte meistens, solange es geht, mitverfolgen darfst, aber das Nationalteam immer noch ein großer Punkt, auch in deiner, in Anführungszeichen, Off-Season oder Saison nach der Saison. Du bist auch dieses Jahr wieder im Coaching-Staff des ÖRV-Nationalteams mit drinnen. Was ist da aktuell der Stand der Planungen? Wo geht's nach der Saison dann auch für viele Cracks der Battle Home Eishockey League hin?
Wo es genau hingeht mit den ersten Camps, ich denke, dass wir ab 12. April treffen wir uns das erste Mal mit einem Kader, natürlich mit den Spielern, die zur Verfügung stehen. Da sind wir im Moment auch im Austausch, wer diese sein werden. Treffen wir uns voraussichtlich in Wien zum ersten Camp. Die Camps finden immer statt, meistens unter der Woche bis Anfang des Wochenende, und dann gibt es immer ein oder zwei Tage frei und dann geht es ins nächste Camp, und das ist fortlaufend so. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Camps und dann geht es zu dem, ich glaube, es nennt sich Fight COVID-19 Tournament in Laibach, was mehr oder weniger ein Ersatzturnier ist. Das findet dann... mit sehr ähnlicher Besetzung zur BWM. Genau, es soll eigentlich die komplett idente Besetzung sein wie die BWM. Dieses Turnier findet statt. Mitte Mai wird dieses starten bis, ich glaube, wir haben 5 Spiele in 7 Tagen. Genauso wie der WM-Modus ist. Und es ist eine tolle Möglichkeit für uns natürlich, das Nationalteam zusammenzubringen. Wir haben das Nationalteam in der Konstellation eigentlich seit einem Jahr nicht gesehen, seit dem Österreich-Cup im letzten Jahr, also ein bisschen mehr als ein Jahr. Und man darf ja nicht vergessen, die Olympia-Qualifikation steht uns auch bevor. Das ist natürlich eine Riesenwichtigkeit für das österreichische Eishockey, wenn man sich da qualifizieren könnte. Die steht im August an, und umso wichtiger ist natürlich jetzt, diese Zeit mit den Spielern verbringen zu können und zu sehen, wo wir auch stehen. Das ist schon angesprochen, das Nationalteam ist jetzt ein Jahr gestanden, beziehungsweise nicht zusammengekommen. Wie viel ist da vielleicht auch, was Routine, Abläufe und dergleichen anbelangt, verloren gegangen? Jetzt hat man ja eh nie viel Zeit, mit dem Nationalteam zu arbeiten, aber dann so lange überhaupt nicht. Wie nachteilig ist das? Ja, ich glaube, für die Coaches ist es mehr nachteilig als für die Spieler. Man hätte einfach die Spieler gern wieder mal gesehen, gerade für Roger Bader, der hat sie lange nicht gesehen, aber Roger Bader ist einer, der macht seine Hausaufgaben und steht in Kontakt mit den Spielern und kümmert sich auch, sage ich einmal, um die Beziehungen, die er mit den Spielern auch pflegt. Aber natürlich hätte man gerne an gewissen Dingen auch gearbeitet, wahrscheinlich aus seiner Perspektive mit den Spielern, mit seiner Mannschaft, die er auch vielleicht im Kopf hat. Dem war bis jetzt nicht so. Das Gute ist, dass alle ihn, Roger, kennen und alle wissen, wie er arbeitet, wie er funktioniert, und somit wissen die Spieler eigentlich, was auf sie zukommt, und somit sehe ich vielleicht nicht so ein großes Problem, als hätte es eine komplette Veränderung auch im Coaching-Staff gegeben oder als Headcoach. Dann wäre das natürlich etwas, wo man nachdenken müsste. Das wäre wahrscheinlich eine schwierigere Situation. Kommen wir mal ganz kurz zu deiner Person im Nationalteam, Assistant Coach. Das kann sehr viel bei manchen Teams sein, sehr wenig bei anderen. Was sind deine Aufgaben beim Nationalteam? Ja, für mich ist auch ein Jahr her, dass ich beim ÖRV-Nationalteam war. Letztes Mal waren meine Aufgaben, dass ich die Verteidiger auf der Bank mache und sonst, wie gesagt, in Roger sehr, sehr so gut wie möglich unterstützt. Der Roger gibt mir auch Freiraum, sage ich mal, dass ich die Offense, Warm-ups und Trainings auch gestalte. Da gibt er mir das vollste Vertrauen, und das schätze ich auch sehr an ihm. Generell muss ich sagen, bin ich sehr froh über meine Position im ÖRV-Nationalteam. Es gibt mir weitere Möglichkeit, Coaching-Erfahrungen, sage ich mal, zu sammeln. Wieder zu sehen, wie auf internationalem Niveau gearbeitet wird. Nicht nur in unseren Reihen, aber in den Reihen der anderen Mannschaften auch. Und das ist für mich eine sehr interessante Erfahrung, auf die ich mich auch sehr freue. Wir werden auch bei deinem nächsten Auftritt definitiv über das Nationalteam wieder sprechen. Dich gibt es bei einem etwaigen Halbfinale Spiel 7 und in jedem Fall beim NHL Matchday am Samstag in einer Woche zu hören. Dann die Dallas Stars gegen die Florida Panthers. Auch das wird großartig werden. So oder so immer schön, mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen. Ja, die Freude ist auf meiner Seite. Und wenn ich in Halbfinale 7 an Bord sein darf, dann hoffen wir ja umso mehr, dass es ein Halbfinale 7 wird. Zumindest hoffe ich drauf. Wer dann der Doubleheader
egal wo, immer Spiel 7, das muss das Motto sein, auch bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Das war's schon mit Folge 41, so schnell können gute 2,5 Stunden Hockey Talk auch wieder rum sein. Natürlich gibt's auch eine 42. Folge dort, unter anderem mit einer ganz, ganz spannenden Person, nämlich Bettendom Eishockey League Referee Christoph Sterner. Das kommende Woche. Hockey.